So. Ja, nochmal ein Shoutout. Nochmal jetzt schon. Ich kann euch ja jetzt schon mal begrüßen. Es geht ja gleich los. So. Wir begrüßen einen Später, einen Jesse, einen Lukas, einen Nancy und einen Thomas. Heute haben wir keinen Gast. Heute haben wir wieder das Themenrad als Themen. Einen wunderschönen guten Abend, so später Stund. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Hallo Kira, hallo Daniel. Und ich da, Daniel ist. So, wo liegt der Fehler? Ja, wo liegt der Fehler? Ich habe keine Ahnung, wo der Fehler liegt, dass wir Verstehe das. Fehler. So. Nee, absolut keine Ahnung, warum das jetzt nicht ging. Warum gingst du nicht? Lass mich mal kurz gucken. Ah, wartet mal. Ich habe eine Vermutung. So. Jetzt müsste es funktionieren. Ich weiß, woran es lag. Alle guten Dinge sind drei. Ah ne, drei. So war das ja. Jetzt Ihr müsste es wieder Anruf wird gehen. gehalten. Ja, Bitte warten ist Sie einen in Moment. Ordnung. Ich mach dich leiser. Gut, das muss man noch verschieben. So, damit das auch alles passt. So, da sind wir wieder. Und da ist davon auch sehr schön. Ja. Bei dir passt alles soweit? Ja, bei mir passt alles soweit. Bei Ich habe mir jetzt gerade noch ein paar nicht Einstellungen machen direkt. müssen. Yay. Ob ich denn den anderen gelassen? Hören nichts sagen, ne? Aber wir haben dieses Jahr schon einmal pünktlich angefangen. Mehr kann man von uns nicht erwarten. Ah, nächste Woche haben wir wieder einen Gast. Freue ich mich auch schon drauf. Ganz kurz basteln. Ja, bastel du. Ich mache mir gerade meinen Salat. Ich bastel mir meinen Salat. Da gab es keine Knoblauchsoße. Jetzt muss ich American Salat Dressing essen. Einmal umbenennen. Ah. Ja. So, wie geht's euch? Jetzt können wir noch ein bisschen quatschen. Erstmal hallo. Sieht hungrig aus, so wie immer. Ich sehe also hungrig aus. Das ist ja nett. Und hallo, Impostos. So, wir haben. Oh, da habe ich noch was verkehrt. Nee, das muss nicht weg. Das muss weg. Ja, ist jetzt merkwürdig, egal. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Außer Hallo. Erstmal herzlich willkommen. Heute gibt es wieder Themenrat. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an und drehen am Rad. Und das Thema ist Wiederverwertung alter Formate im Fernsehen. Oh. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Ja, also es kommt ja irgendwie alles wieder.
Gibt es tatsächlich, aber es gibt auch Klassiker, die zurückkommen, ne? Genial daneben war ja eine Zeit lang zum Beispiel in den 90ern, Anfang 2000, war sehr beliebt. Dann hat es aufgehört und Mitte der 10er kam es ja wieder kurz. Das fand ich klasse, sowas, weißt du? So alte Serien, Sendungen, klasse. Was sie wiederbringen können, sind alte Kinderfilme, Trickserien. Kommen jetzt auch wieder. Kommen jetzt tatsächlich auch wieder auf RTL 2, Sailor Moon, Dragon Ball, Nila, glaube ich, und noch irgendeiner. Ja gut, aber das ist ja einfach nur Wiederholung des Krams. Also ich jetzt dachte eher so an, wie heißt es denn jetzt? Würde das so irgendein, Remakes. ja, nicht Remakes, sondern wirklich das Format, was vor 30 Jahren lief, einfach nochmal wieder auspacken und genauso wieder machen. War letztes Jahr sogar, okay. Ja. Mit genialer Nehmen. War nicht 7 Tage, 7 Köpfe so ein Format, was es in den 90ern gab und jetzt erst vor kurzem wieder kam? Das kam auch wieder, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich Das meine ist so ja. viel. Okay. Ja gut. Ja, das war, ich fand aber auch so bestimmte Game-Shows. Mir fallen die Namen alle nicht ein. Ich bin so doof. Die kommen ja jetzt auch wieder alle wieder. Also nicht alle, aber so einige. So einige, ja. Hier, Familienduell. Meine ich, kommt. Familienduell ist auch wieder da, ist auch Ja. cool. Aber ich weiß nie, was ich davon halten soll. Fällt den Leuten nichts Neues mehr ein, oder? Ja, das Thema heute findet es da auch unten. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie mein Discord aufgebaut ist. Moment. Da ist das Themenfeld. Themenrad haben wir heute. Genau. Wir haben ein Rad mit über 60 kleinen Themen, die wir so bequatschen. Das Besondere an Themenrad ist, dass wir das auch mit euch richtig bequatschen. Nicht nur ab und zu mal nachfragen, also wie ist eure Meinung dazu, sondern auch, dass ihr wirklich aktiv im Chat mitschreiben könnt, wie ihr das seht. Oder ob ihr euch auf Müsste. gewisse Formate freut. Ich glaube, du bist ein bisschen zu Müssten. jung, um wieder verwertbare Formate damit quatschen zu können. Aber du kannst jetzt hören, ach, das gab es früher auch schon. Ach, darum sind die so bekloppt. Ja, deswegen sind wir so bekloppt. Ja, genau. Oder irgendeine Musikshow kam auch wieder. Das war nicht Formel 1, sondern. Wie hieß denn das noch? Balla balla? Nee, Stimmt, das Richterin haben sie doch auch Barbara wieder. Salisch kommt ja auch wieder und hier diese Dinger. Ist die nicht irgendwie 80 jetzt mittlerweile? Nee, 80 jetzt nicht. Oder Die 70? Lockenfrau von denen ist gestorben. Also die Richterin mit den Locken. Ah, da, danke, Devil. Geh aufs Ganze. Das meinte ich vorhin. Das ist diese Game Show, die wieder da kam. Die ich meinte. Da habe ich auch gedacht, so, so. Ich bin mir dann immer unsicher, was ich davon halten soll. Und Wetten, das ist ja auch wieder da. Ja, gut, Wetten, das verschwindet ja auch irgendwie. Aber Wetten, das ist ja auch nur. Also. Das war ja früher mal, das habe ich sogar noch mitgekriegt, wo es wirklich um die Wetten ging und noch kein 4-5-Stunden-Ding war, wo die ganze Zeit nur gequatscht wird. Sondern wo es früher wirklich so eine 2-Stunden-Sendung, ne, zwischendurch hast du mal einen Gast, mit dem hast du dich kurz unterhalten, ne, kurz ein paar Eckdaten, ein bisschen rumgewitzelt und dann ging es um die Wette. Ja, ah, das ist auch cool. Lenz und Partner war eine geile Serie. Da gab es auch mal K11.
Das war sowieso die Zeit damals, wo Lenzenpartner, Gericht und sowas, die wo so mehr ins, ich sag mal, kriminellere Milieu Er ist ja gegangen noch ist. hier Alexander Holt, kenne ich ja auch noch. Der hat ja meistens irgendwelche, ich nenne es mal Jugendfälle gehabt. Ja. Das Anwalt war Posch gab's. aber. Posch war immer der Staatsanwalt, der hatte dann auch eine eigene Serie, die läuft heute, glaube ich, immer noch. Echt, der hat eine eigene Serie gekriegt? Ja. Posch, Und Staatsanwalt hier. Posch ermittelt oder sowas, hieß die. War halt die. Devil sagt es gerade auch, Barbara Salisch ist mittlerweile 72. Ich weiß nicht, warum man die nochmal in eine Serie stecken sollte. Da bin ich mir etwas unsicher an der Stelle. So. Thomas schreibt, aber ich muss sagen, warum machen die ganzen Sender diese Wieder- bzw. Neuauflagen? Weil denen erstens nichts Neues mehr einfällt und zweitens, weil die Leute von den anderen Kram die Schnauze voll haben. Es glaube ich noch nicht mal, dass die Leute die Schnauze voll haben von den Reality-Shows, die momentan sehr in sind, schon seit paar Ja. Jahren. Ich glaube eher, dass jetzt das neu aufgelegt wird, weil es viele Leute gibt, die gesagt haben, boah, die Alten hätten wir schon gerne wieder. Ja, Dadurch mehr und Einschaltung. es gibt ja auch ganz viele sag ich mal Kinder oder whatever, die jetzt nachgekommen sind, die das Ganze ja gar nicht kennen. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Und Splatter sagt es gerade. Also. Es ist bei den Leuten beliebt, warum alle zu Risiko eingehen und Geld aus dem Fenster werfen für was Neues. Ja, das ist genau wie bei Marvel und Co. Einfach, wir machen einfach immer wieder dasselbe und nennen es immer anders. Und es funktioniert. Und das Schlimme ist, mir gefällt es ja auch noch. Ja, aber es funktioniert ja halt. Also man kann den Leuten ja nicht mal böse sein, dass sie einfach dasselbe nochmal machen, wenn es den Leuten doch gefällt. Oh mein Gott. Ich sag mal, solange die Leute gut unterhalten sind und Spaß hatten, ist doch alles drin. Guckt euch DSDS an, guckt euch The Voice of Germany an, guckt euch gut, Supertalent gibt es glaube ich jetzt nicht mehr so. Auch hier Ist das nicht Dschungelcamp mehr und sowas. jährlich? Ich weiß nicht, ob Supertalent jetzt abgesetzt wurde. Schon. Ob die letzte Folge oder Staffel war beim Superstar ist auf jeden Fall die letzte Staffel, so wie ich das mitgekriegt habe. Schaut euch das mal an, wie beliebt das die letzten Jahre war. Und wie sich das gezogen hat, das hat sich ja über 20 Jahre gezogen, alles. Und das ist halt ein Ja, gut. Konzept, was den Leuten gefällt. Und die mittags, es würde mich nicht wundern, und ich meine, ich habe es gelesen oder zumindest irgendwo mal gehört, dass es auch wieder diese Nachmittag-Talkshows gibt. Dass da wieder eine zurückkommt. Aber ich kann es nicht zu 100%ig bestätigen. Ich meine, ich hätte es mal gelesen. Da kommt doch. Ach, Brit und Co. laufen sogar schon. Das läuft schon. Ja, Okay. hatte ich auch irgendwo mitgekriegt. Also das war ja wirklich nur. Ich weiß nicht, warum die haben sich ja die hanebüchesten Themen da rausgesucht. So, die dicke Trulla da ist schwanger. So, wer mag denn jetzt der Vater sein? Oh, Ja, keiner von den drei Anwesenden. Perfekt. Wir haben ein aber Thema. So, es ist. das hat die Leute damals begeistert. Genau, zwei bei Calvas. Oh Gott, das war auch noch Oh ja. Oh Mann. Wir haben heute das Thema Rat, Themenrat. Das heißt, ihr könnt wieder mit fleißig eure Meinung austauschen. Ich wollte gerade diskutieren sagen, aber wir diskutieren ja nicht in dem Sinne, wir tauschen ja unsere Meinung aus. naja, doch schon irgendwo, ne?
Also wie gesagt, das Thema siehst du gerade unten mittig. Es geht um Wiederverwertung von alten Serien und Formaten und so. Es gibt ja auch so Serien, die halt einfach immer laufen. Ja. Was ich auch mitgekriegt hatte, die wilden 70er bekommt eine Ja. Neuauflage. Warum? Stimmt, da habe ich auch was. Was ich aber auch So, weiß, das verstehe ich nicht. ihr So, kennt oder die wenn du eine meisten, Serie gucken willst, dann guck doch die Serie. die meisten kennen bestimmt How I Met Your Mother, ne? Da gibt es jetzt eine Serie von How I Met Your Father, wo ich mir auch denke, Ja gut, das ist ja dann ein Spin-off, doch das ist genau ne? dasselbe. Ich hoffe, ganz ehrlich, dass das halbwegs, wenn sie es nur halb so gut hinkriegen wie How I Met Your Mother, muah, wenn sie es halb so gut hinkriegen, aber ich bezweifle es. Ja, das ist immer das ist das Problem immer. Wenn sie es einfach nur kopieren, dann ist es halt irgendwie nicht so gut wie das Original. Allerdings, es gibt auch ganz viele Spin-offs, die sich quasi ein ganz eigenes Wertung Thema aufbauen. nehmen und das ganz anders aufbauen. Ja, eigene Ideen mit einbringen. Das sieht man ja zum Beispiel bei The Walking Dead, die Spin-offs. Klar, die Grundthematik ist, die Welt geht unter, weil Zombie-Apokalypse. So, das ist halt Basic-Thema von der Welt. So, das wirst du halt nicht ändern. Aber der ganze Aufbau drumherum, wie die Menschen sind, was für, wann es zeitlich auch spielt, ist auch ganz interessant. Und welche, und wenn man so man sieht halt auch nur so ein, zwei Charaktere der Hauptserie oder mal irgendwie ein Gastauftritt, ne, ganz selten. Und die haben ihren ganz eigenen Ton. Servus, Tranuel. Das Wir finde ich haben heute das gerade Themenrad. da ein sehr, sehr gutes Beispiel für Spin-offs. Wenn man jetzt das haben aber auch ganz viele Universen machen ja Spin-offs, weil die funktionieren halt. Die haben schon eine bestimmte Fanbase. Und dann, ach guck mal, lass uns doch zu diesem Bereich, den nehmen wir und dann machen wir ein Spin-off von. Stargate ist das beste Beispiel, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Stargate, Kommando SG-1, dann gab Atlantis, also sozusagen Spin-off, beziehungsweise, ja, Spin-off, weil es genau daneben, ne? War geil, Atlantis und SG-1, geil. Dann gab es Universe. Ich mochte Universe. Ich mochte es auch, aber es war. Aber es hat leider nicht gezündet, weil das so weit Da hat ab was vom gefehlt. Thema war. Und dann, Ja, wupp. das haben viele Leute gesagt, dass den Leuten, denen hat ihm was gefehlt und Johnny, der Dritte deswegen ist irgendwie da. passte das nicht. Also der Dritte, also du meinst den Gast, und der ist tatsächlich da, weil der bei dem Format immer anwesend ist, immer pünktlich ist. Und das seid ihr. Der Gast heute ist der Chat. Oh, bin ich zu leise? Habe ich das Mikrofon nicht richtig eingestellt? Bei mir bist du Tickt relativ der Chat laut, herum? also bei mir bist du laut. Ja. Das hat man. Boruto finde ich aber auch klasse. Ich mag Boruto. Nur so zur Info. Ja, aber Boruto ist ja, das ist ja kein Spin-off, das ist ja eine Fortsetzung. Also da sind ja, Ja. das ist ja dasselbe Dasselbe im Konstrukt, Kind. dieselben Leute und dann geht's halt mit den Kids weiter. Ja. Also das ist ja dann kein Spin-off. Wenn man jetzt, anstatt Konoha, nehmen würde irgendwie so
hauptzentristisch Amegakure oder so. Vielleicht auch noch in einem anderen Zeitalter mit komplett anderen Leuten. Wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Ja, also, Tatsächlich finde ich aber. Boruto das komplette Gegenteil von Naruto, weil die Kinder doch so unterschiedlich sind. Wir haben Boruto, der das komplette Gegenteil von Naruto ist. Er ist beliebt. Er scheißt darauf, Hokage werden zu wollen oder so. Er macht sein Ding und tut nicht alles dafür, anerkannt zu werden. Dann haben wir hier. Ja, das ist ja auch, das ist ja, der hat ja ganz anderen Grundstock als Naruto, ne? Ich finde, die Naruto war ja immer der Charaktere könnten Außenseiter. unterschiedlicher zu den Hauptcharakteren aus Naruto und Naruto Shippuden nicht sein. Jedenfalls die ersten zwei, drei Staffeln, die ich geschaut habe. Ja, ich hab mir Boruto ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Ich fand, es wurde. Naruto wurde immer schwieriger zu gucken. Ich wollte alles fertig geguckt haben und es waren auch geile Sachen dabei, aber ganz viel hat mich gestört. Kenne ich. Weil die Charakterentwicklung war immer nur immer noch mehr, 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 mehr und das war's. Das war die Charakterentwicklung der Leute. So in Naruto. Also am Anfang, da haben die Charaktere sich wirklich noch entwickelt. So, Ja. da war der Außenseiter, da war das kleine schüchterne Mädchen und da gab es den coolen Außenseiter. So, die Leute haben sich entwickelt zu einem Team und es ging weiter und auch die Gegner waren jetzt nicht überkrass, hatten alle eine sinnvolle, nicht komplett überdrehte Backstory. Ja, also, weiß ich Hast du nicht. gerade Sakura als schüchternes kleines Mädchen bezeichnet? War sie doch am Anfang. Nein, überhaupt nicht. Ich habe sie Doch. überhaupt nicht. Ich habe sie als hochnäsig wie sonst was Ja, das auch, empfunden. aber sie Aber nicht war auch. schüchtern. Sie war auch immer Zurückhaltend, ein bisschen zurückhaltend. was den Weg des Ninjas angeht. Ja, aber. Es können doch mehr Leute schüchtern sein. Leute, was ist denn mit euch? Natürlich, Hinata war halt das Paradebeispiel, was Schüchternheit Ja, angeht, ne? ja, ja, Aber ja, 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 ja. das war halt, Wenn ja. man die beiden vergleicht, dann Das war noch mal. ist Sakura das Ja, absolute Gegenteil. dahingehend war Sakura weltoffen. Aber Sakura hat doch am Anfang doch nichts irgendwie aus Selbstantrieb gemacht oder so. Ja, aber das ist ja nicht in meinen Augen schüchtern, das ist eher so mitläufermäßig. Das ist ja nicht schüchtern. Ich bin so Das ist auch voll. eine Form der Schüchternheit, natürlich. Ja. Gut, da streiten sich die Geschmäcker bzw. die Ansichten, wie wir gerade merken. Wollen wir das nächste Thema wählen? Die war ja anfangs auch immer ziemlich nervig. Oh ja! Ja, So, ich habe das Rad offen. Jedenfalls den schwarzen Hintergrund. Ihr seht gleich das schwarzen Rad auf Hintergrund. magische Ach, wieder Weise. diese Da ist Stimme. es! Ihr habt Da es ist es, ja. gesehen. Und weiter geht's. Wenn jetzt Lieblingsanime kommt, dann geht's los. Nee, aber da sind wir nicht. Wir sind. Hast du mal was geklaut oder was? Ah, das finde ich gut. Das finde ich Das gut. ist ein gutes Thema, das gefällt mir. So, Chat, haben Sie schon mal was geklaut? Ja, wolltest du anfangen? Ich sage es so, wer aus unserer Generation hat mal nichts geklaut? Aus dem Kühlschrank. Nee, aus dem Kühlschrank deiner Eltern, du Hack, Ernsthaft? Alter. Ernsthaft, Lein? Nee, es geht also unter Drogen machen wir hier gar nichts. Also, nee, ich bin am Überlegen, was war es bei mir?
Also erstmal so die allgemeinen Sachen, die jeder geklaut hat, Zigaretten. Die jeder geklaut hat, außer die coolen Leute, also ich und mein Chat anscheinend. Ja. Und man hatte ja früher kein Geld und man durfte auch noch keine Zigaretten kaufen, also hat man die geklaut. So, und die irgendwann hatte ich auch mal eine Buddel Schnaps oder so geklaut. Und Ich glaube, ja, da hatte ich ja auch kein Geld und es ging Richtung Wochenende und ja. meins kann keiner toppen. Meine Frau erstmal hat mich gefragt, hast du mal Kreide von der Schule geklaut? Ich so, nee, warum? Das haben Ja, alle Kreide. gemacht. Und Wieso GTA sollte man zählt Kreide nicht, so klauen? sieht's aus. Ich kannte auch keinen. So. Ungelogen, wie alt war ich? 9. 9, so, nee, warte, ich war älter, 10, 10, 11, so in dem Dreh müsste ich gewesen sein. So, gerade irgendwo frisch hingezogen, ne? In so ein kleines Kuhkaff. Wollte mir eine Cola in der Kneipe holen, so ein Kneipen, Tante Emma Shop, irgendwie sowas war das, ne? So, ich bin an den Schrank von meinen Eltern gegangen. Mir damals 50 Mark rausgenommen. Hab's schon in meinen Brustbeutel, ne? Man kennt sich so Brustbeutel reingetan. Bin runter zur Kneipe gedackelt, wollte eine Cola kaufen. Brustbeutel, so ein den richtig so umgeschnürt um die Brust und Nee, das nee, hier so irgendwie ein, so, das hier ist ist so, so eine dass man Schnur so, dran und ach so, dann. so ein Umhängeding. Genau. Ah, okay. Ja. Bin da runter, nee, wir nehmen hier keine 50er. Scheiße. Ich eine halbe Stunde später wieder hoch. Eltern waren Musst du anscheinend durchschneiden, nimmst einen halben. nicht. Eltern waren anscheinend nicht da, ne? Also bin ich hinten ums Haus rum. Wir hatten so eine Doppeltür. Eine war auf Kipp, da konnte ich reingreifen und aufmachen. Ich mach auf, gehe ins Schlafzimmer. Will die 50 Mark wieder reintun, wer kommt ums Eck? Mein Vater. Das gab Ärger. Ja, sowas kommt vor. Ja? Ey, das war echt. Das war. Ich hab's ja wieder zurückgebracht, aber trotzdem habe ich meine Eltern beklaut in dem Moment. Also. Der Ärger So war nicht ohne. richtig einsichtig warst du da aber auch nicht, ne? Weil das war ja nur, weil der Kioskbesitzer Du, das nicht genommen hat. mit 11 wusste ich nicht, dass das Clown ist. Ganz ehrlich, ich wusste es damals nicht. Ja gut. Oh, mir fällt gerade noch was anderes ein. Ich habe mal Yu-Gi-Oh! Karten geklaut. Damals noch vom ersten Deck. Ach du Scheiße! Hast du die noch? Ja. Musste Hallo, mal. da waren zwei Teile von der Exodia drin. Natürlich Musste habe ich mal die noch. gucken, was die mittlerweile wert sind, wenn es wirklich First Base Set Karten sind. Ja, aber die Karten sind ziemlich abgenutzt, Oh, ne? das ist ärgerlich. Boah. Oh, wir haben damit gespielt. Ist dann halt so. Kann man mal machen. Nancy, was hast du denn geklaut, wenn ich fragen Und darf? hier, kennst du diese komischen Nuss-Nougat-Waffeln, die du so abbrechen kannst in, ich glaube, 8 Teile? Wie heißen die denn? Die gab es immer beim Schlecker. Weiß, wann ich das letzte Mal im Schlecker Ja, genau. war? Deswegen. Anfang der 2000er. Das ist schon 20 Jahre her. Kippengeld. Ich vermute mal, Schminke heißt Schminke. Man muss jetzt auch nicht zu genau werden.
Ich kenne ja meine Mods kenne ich mittlerweile. Ich habe nochmal extra gefragt, als du geklaut hab ich nie. Nur bis circa 10 Jahre gesagt, ich wäre noch keine 6, brauche keine Fahrkarte. Oh, achso, ich dachte schon, du wärst bereit fürs Ach nächste so, das Rad. ist. Ja, gut. Nee, alles gut. Gut. Oh Mann. Nee, ich habe nur einen neuen Tab aufgemacht, weil ich nachgucken wollte. Ja, scheiß C9. Hier mit eurer Autokorrektur und so ein Mist. Benutze gar kein T9, glaube ich. Ja, dann natürlich tatsächlich mal auf Fruchtzwergen waren immer so Magnete und so Sticker, ne? Da habe ich auch mal ab und zu mal ein paar mitgehen lassen. Alles. Erst später und dann natürlich von meinen Eltern ja, Kippen geklaut, ab und zu mal 2, 3 Zigaretten, das war es aber auch. Oh, stimmt. Kippen von Mama geklaut, ja. Das ist dann praktisch, ja, Thomas, gebe ich dir recht. Sind doch nicht kriminell. Wir haben das gemacht, was jeder gute Jugendlicher 1990 gemacht hat. Wer ist davon? Ja, das war früher so. Oder hast du noch einen auf den Arsch gekriegt? Hatten sie dich erwischt? Heute sagen sie, bitte mach das nicht nochmal. Es gehört sich nicht. Ich freue mich schon, wenn wir das Thema mal haben, ey. Erziehung früher heute. Obwohl, ich hab damals keinen auf den Arsch gekriegt. Das gab es von mir nicht mehr. Auf den Arsch habe ich auch keine gekriegt. Das ist nicht, die Erziehung war strenger. Heute lacht dir doch ein Jugendlicher ins Gesicht, wenn du sagst, du hast Hausarrest. Dann sagt er, okay, gut, 1-1, ne? Ja, hier Freiheitsberaubung. Oh, das ist wirklich ein größeres Thema, was wir definitiv machen. Mit einem Gast bequatschen werden. Am besten mit einem Erzieher oder sowas. Wenn ihr Erzieher kennt. Unten in die Kommentare schreiben. Oder in die Discords. Ja. So wie Ja, die kriminelle Energie ist, die war früher. Ich habe heutzutage habe ich gar keine Energie mehr, also das Thema ist durch. Energie. Bin zu alt. kriminelle Energie oder Energie? Energie allgemein, also alles weg. Ah. Ja. Dann machen wir mal Thema. Ah, das Thema war Nächste lustig. Thema. Ja. Nächste Thema, okay. Das war echt lustig. Das hat Spaß gemacht, sich mal darüber zu unterhalten. Und los geht's. Oh, das ist schwer. Oh, bestens PV. Das ist Oh, schwer. bestens PV. Oh, das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer. Obwohl, jetzt, wo ich genau darüber nachdenke, ist es sehr einfach. Dich ist es Call of einfach. Duty Modern Warfare 1. Für Oh dich dürfte Mann. es eigentlich einfach sein, ja, weil du es ja viel spielst. Das habe ich ja mitgekriegt. Ja, viel gespielt habe. Damals war ich auch noch besser. Ah. Ah, nee. Modern Warfare 2 ist es jetzt gerade, ne? Dass du viel spielst, Ja, oder? das ist ja das neue Modern Warfare 2. Also, es gab ja vorher schon mal ein Modern Warfare 2, aber es ist jetzt ein neues Modern Warfare 2.
Für Splatter eindeutig Minecraft. Ist auch PvP. Definitiv. Bin ich mal auf die Antworten vom Chat gespannt. Bei mir ist es, bei mir ist Minecraft nie PvP. Auf deine Gänse, solange man es wieder gar nicht spielt. Obwohl. Ja, das stimmt. Was ist denn ETS? Euro Truck Simulator. Ach so. für Bloody ist es die Counter-Strike-Serie. Ja, ist nicht bad, aber Call of Duty ist nochmal. Neben Postfach, du konntest auch so schon PvP machen. Auch im normalen Game. Ja. Ohne Mods. Bei mir ist es sehr schwer. Ich bin nicht so der PvP-Spieler. Damals, mit 18, 18, war ich sehr gut in Call of Duty 2 als Sniper. Da war ich gut. Um die besten PvP-Games oder das Beste, eurer Meinung nach? Naja, Impostres, man konnte die Leute aber schon umbringen. Auch in der Beta, das ging. Glaub mir, ich weiß es. Ich habe halt sehr viel Overwatch gezockt, ne? Also ich glaube, Overwatch ist für mich, was PvP angeht, mit Nummer 1. Wenn ich jetzt eins nennen müsste, wirklich, mit Überlegung, wäre es bis jetzt Overwatch. Crash, es geht um das beste PvP-Game. Mir fehlen gerade die ganzen Beat'em-up-Leute, wo sind die? Wir Tekken, Street Fighter. Call of Duty, Black Ops 2 und 3, ja. Call of Duty, Black Ops 2 und 3. Ah, Black Ops 2 und 3. Mario Kart. Mario Kart ist auch ein geiles PvP-Game. Tatsächlich. Ja, würde ich mit dazu zählen, ja. Ja. Mario Kart ist auch gut, ja. Oder Mario Party. Das kann ich. Doch, ich glaube, Mario Kart finde ich besser als Mario Party, ja. Ja, finde ich auch einen Tucken besser. Und dann ansonsten die Survival-Games alle hier. DayZ macht Spaß, PvP, aber wenn es geordnetes PvP ist, weißt du? Ja, Imposterus, Alter. Little Fighter im LAN, Klassenraum der EDV-Klasse. Ja, genau, das kenne ich auch noch. Ja, Lukas, Wii Sports, wer kennt es nicht? Das beste PvP-Game überhaupt. Ich weiß nicht, es gibt so viele gute Sachen. Es gibt verdammt viele gute Sachen. Ich würde auch tatsächlich. Im Nintendo-Bereich gibt es sehr gute Sachen. Also ich würde aber auch tatsächlich DBD als PvP. Ja, ist es ja auch. Einbeziehen. Und da ist es auch. Jedenfalls bei mir unter den Top 5. Bei mir nicht. Also vom Spaßfaktor, ja. Definitiv, aber... Vom Spaßfaktor, was mir persönlich viel Spaß macht. Wenn ich sage, so bestes PvP-Game, dann muss ja nicht nur Spaß passen, sondern auch Balancing und... Gut, aber da kannst du kaum eins tatsächlich nehmen. Allgemein Gameflow. Da kann man ja, da fallen für mich, kommen dann nicht viele in Frage. Super Smash Bros. Brawl. Ist schon ziemlich hart dran. Also es ist schon ziemlich gut. Nie gespielt tatsächlich, würde ich gerne mal, aber ist mir einfach zu teuer. 60, 70 Euro, weißt du? Ist mir zu teuer. Ja, Tetris ist auch sehr gebalanced. Ja, Monopoly mit der Familie. Ja, das ist wirklich auch PvP. okay. Diablo Immortal ist kein PvP-Game, oder? Ich weiß jetzt nicht. Spielt man da gegen Spieler? Mensch, ärgere dich nicht, ja. Auch PvP, definitiv. Mensch, ärgere dich und sowas. War tatsächlich die ersten PvP-Games, wenn man es mal genau überlegt. Nee, da gab's noch andere Sachen. Und ich sag ja, und sowas. Ja, aber da bist du schon im Bereich der Brettspiele. Du kennst ja noch Gogos. Und diese Figuren, die du an der Wand wirst und wenn er dran ist und dieses aufstellt und so weiter, kriegst du Punkte.
Das Ding ist, das gab es schon vor 5000 Jahren. Halt damals mit Steinen oder Knochenstücken. Ja. Deswegen, so Mensch, ärgere dich gab es damals noch nicht. Ah, du hast auch ein. Okay, dann ist das anscheinend PvP-Camp. Okay, wusste ich tatsächlich nicht, Ja, weil. aber die Diablo-PvP-Sachen sind alle komplett Bullshit. Für Also ihn nicht. meiner Meinung nach vor allem. So, du gehst halt rein und der eine one-shottet den anderen. Wer es schneller kann, gewinnt. So, ist doch Bullshit. So ist es doch bei guten Ballerspielen auch. Wer eher one-shottet, als wer eher den Kopf trifft, der gewinnt. Ja, aber bei Dings ist es ja nicht skill-based, sondern es ist klassen-based. So, es gibt Klassen, die haben, können direkt da nicht ranspringen und dich one-shotten. Andere Leute lasern dich aus 5000 Kilometern Entfernung einfach weg. Echt? Ja, es ist ein bisschen, also PvP in Diablo war immer dumm. Es gab immer so immer so einen kleinen Bereich, da konntest du hingehen und die auf die Fresse hauen. Das machte aber gar keinen Sinn. So, das hat für ein paar Minuten mal Spaß gemacht, ja. Aber es war auch nie gebalanced. Das Balancing war halt aus der Hölle. Yu-Gi-Oh! Gab es schon zu Zeiten der alten Ägypter. Ja, Ja, war auch gut. Ja, Battlefront war auf jeden Fall der LAN-Schlager. Da passte das Balancing aber auch nicht so gut. Obwohl, ja, ging eigentlich. ansonsten würde ich sagen, früher für mich mit eins der besten war natürlich Call of Duty-Reihe, ja. Battlefield hat auch viel Spaß gemacht, als noch auf Xbox gezockt habe. Ganz früher, wo ich meinen allerersten PC und sowas hatte, würde ich sagen, tatsächlich PvP, was das betrifft, damals nur angespielt, weil ich selten online durfte, World of Warcraft. Das war damals mein erstes, so richtiges erstes PvP. Okay. Ja, das aber auch wieder. Also gerade früher hat es ja ganz große Balancing-Probleme. Damals Call of Duty 2. Aber auch schon, oh Gott, fast 20 Jahre her. 17. Ich bin Shopping Mall war 35 aber Jahre nicht 17. PvP, das war PvE. Es gab noch Shopping Mall Wars, ja, das war PvP, aber ich gucke gerade, was Impostorus schreibt. Die ganzen alten WC3 Tower Wars Maps oder so oder Hero Survival, das war auch witzig. Da hast du wenigstens mal gegeneinander gespielt. Obwohl, das Und war eigentlich PvPvE, also Command and das zählt nicht so Conquer, richtig rein. muss man auch sagen. Ah, komm an, Conker war sick. Ja. Call of Duty 2 hatte damals tatsächlich schon PvP. Bin ich extra immer ins Internetcafé gegangen und hab da gespielt. Die hatten das tatsächlich installiert. War Ihr witzig. hattet sowas wie ein Internetcafé? Das ist ja frech. Hatte halt. Ja, oh ja. Bei Dungeon Keeper würde ich das Balancing ankreiden, weil es waren ja einfach nur dieselben Leute. Also es waren einfach, alle waren dasselbe. So, das ist ja dann kein Balancing, das ist ja dann, alle sind gleich. Balancing, die Kunst des Balancing hat StarCraft ja super hingekriegt damals. Weil du hattest drei unterschiedliche Rassen, die alle nur minimal voneinander abgewichen sind. Also minimal in der Stärke voneinander abgewichen. Aber von der Grundstruktur her komplett verschieden war. Das musst du erstmal hinkriegen. Also das war.
Sonst bin ich eher der Survival Games. Also, wenn man mich nach Survival Games fragen würde, da könnte ich euch ein paar nennen, die ich geil finde. PvP an sich. Ja, aber was mit diesen ganzen neutäglichen Erscheinungen? Da sowas wie Escape from Tarkov, PUBG, diese VR-Dinger sind ja auch nicht Fortnite, bezahllose PUBG Gesichter. und sowas gar nicht meins tatsächlich. Ich hasse es wie die Pest, hier eine geile Ausrüstung zusammen zu farmen. Und nach 7 Minuten ist das vorbei und du musst wieder von vorne anfangen. Du kannst es nicht safen, indem du den Schlachten aus dem Weg gehst. Wenn das Spiel vorbei ist, die Runde ist dann vorbei und du musst wieder von vorne anfangen. Ja, Was? bei den Battle Bah! Royale-Dingern ist es so, ja. Bah! Allerdings bei Escape-Shootern ist es ja anders. Sowas wie Escape from Tarkov. Wenn du es Ja. da schaffst, rauszukommen, dann behältst du ja deinen Kram. Und dann kannst du ihn einlagern, kannst gucken, mit was gehst du rein, und so weiter. Das ist Also wiederum cool. ich mag dieses Prinzip. Das ist ja jetzt, Ja, finde ich cool. da kam ja jetzt Das ist letztens auch noch Marauders raus. Das ist quasi halt auch ein Escape-Shooter im Weltraum mit Zweiten Weltkriegssachen. Es ist sehr rustikal gehalten. Und alles sieht recht. Aber sonst geht's dir gut, oder? Es hat nur gequietscht. Ich wollte mein Mikrofon wieder zu mir ranziehen und es quietscht und quietscht und ich denke mir so, hör auf, hör auf, hör auf. Ah ja, ich merke schon. Nee, also ich fand dieses ganze Prinzip der Escape Shooter finde ich an sich ganz geil. Nur teilweise mag ich die Umsetzung einfach nicht. Also ich bin überhaupt kein Fortnite-Spieler oder sowas. Überhaupt nicht. Nee, Fortnite ist es auch gar nicht. Welches Schlechtestes Battle PvP-Spiel Royale ever. ich geil fand, war damals H1Z1. War das Zombies, du hattest deine Gegner. Entweder sie haben dich getötet oder sie haben sich in Ruhe gelassen, haben sich verbündet. Das fand ich geil, bis es dann auch nicht mehr entwickelt wurde. Leider. Und dann ein Battle Royale-Shooter wurde. Wie hieß es dann? King Royal oder sowas. Irgendwie sowas. Ja, oder das ist ja auch wieder PvPvE, ne? Ja. Du hast ja auch hier entsprechende Zombies. Ja, du hast halt auch die Gefahr, dass die Spieler dich halt angreifen. Das ist ja bei DayZ genauso, ne? Wie hieß die? Genau, DayZ, sowas. Ich war Ist gerade ja. überlegen, wie hieß nochmal die Arma-Mod? Ja, DayZ ist genau dasselbe wie bei DayZ, aber da hast du halt das Problem gehabt, oder bei DayZ allgemein hast du das Problem, geh auf den öffentlichen Server, du wirst sowas von weggecampt von irgendwelchen möchtegern 13-Jährigen, die gerade erstmal ihre ersten Haare am Sack bekommen haben und meinen, sie werden die Größen, weil sie dich am Spawn abknallen. Ja, perfekt. Oh, da fällt mir gerade Rust ein. Rust auf dem PvP-Server kann auch echt die Hölle sein. Kann ich mir vorstellen. Also Rust, Ark Survival, DayZ, das ist ja mein Genre, aber halt mehr mit PvE als PvP. Ich hab, wir haben mal Ark auf dem PvP-Server gespielt. Alter Falter, da ging es zur Sache, ey, meine Güte. Wie viele Gigas wir brauchten, um unsere Base zu verteidigen. Splitter. Oh, Ark kam ja, als damals rauskam, auch für die Xbox. Wir waren auf dem PvP-Server, ne? Waren wir zwar, aber wir waren der größte Tribe, und es hat uns kein Arsch angegriffen. Also, du konntest auch so viel ausnutzen, ne? Du hast jemanden an Flugsaurier gehangen, und konntest dann einen Rex oder sowas in die gegnerische Base lassen. Die komplett zerstören. Ja, da haben sie ja zum Glück ein bisschen Ja. nachgearbeitet. Aber Ark, wenn man es richtig balanced mit PvP und PvE,
Eins der geilsten PvP-Spieler. Weil es halt so Ja, gut, aber unendlich viele Möglichkeiten gibt. gebalanced war das halt nie. Wenn alle gleichzeitig starten, okay, dann ist es vielleicht Ja. gebalanced. Aber du hast halt auf ganz vielen Servern, dann sind halt schon alteingesessene Leute da. Und dann wird es halt schon schwierig, Ich sage, Ark das Survival Ganze Evolved, einen aufzubauen. eigenen Server, also einen Community-Server mit gewissen Regeln, PvP-Zonen und so weiter. Dann ist es eines der geilsten. Ja gut, ich glaube, wir Ich sehe sind. schon, Chat drängelt. Ich habe es gerade Ja. gelesen. Wir sind, ist das Thema angeht, ziemlich durch. Ja. Oh. Bei mir bleibt es auf jeden Fall Call of Duty 4. Overwatch. Definitiv. Ja gut, Beziehungsweise dann gehen wir mal Among rein. Us. Was meinst du? Among Us darf man auch nicht vergessen, ne? Was haben wir denn Schönes? Oh, jetzt haben wir ein Oh. sehr kritisches Thema. Oh ja, das ist wirklich kritisch. Das. Namensanpassungen im Einzelhandel für bestimmte Dinge, die eventuell einen rassistischen Hintergrund haben. Ja. Bei den Schokoküssen, das gebe ich denen definitiv. Der Name hat definitiv Ganz einen ehrlich, ich rassistischen weiß gar nicht mehr, wie Hintergrund. sie früher Ob die hießen. so, ob die deswegen so benannt wurden, weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Ja gut, also wahrscheinlich, weil sie braun waren. Weil es halt Schokolade drum war. Ich arbeite ja in einem Verkauf von Backwaren, Bestes für gestern und so weiter, zum halben Preis, ne? Und da haben wir einen Kuchen, der nennt sich Nigeria-Kuchen. Das Land, ne? Und einige Kollegen sagen zu mir, so, ich finde es unverschämt, ich sage nie zu dem Nigeria-Kuchen, ich sage immer Schokokuchen. Für mich ist das rassistisch, weil Nigeria, ne? Was meinst du, warum der so benannt wird? Der ist braun. Nigeria liegt wo in Afrika? Da sind alle braun, deswegen wird er so benannt. So, da habe ich gesagt, Okay. wie gefällt euch denn die Erklärung? Weil die Erklärung finde ich viel geiler, wenn die Kakaobohnen, aus die dieser Kuchen gemacht wurde, die Schokoglasur, aus Nigeria kommen und er deswegen Nigeria-Kuchen heißt. Da haben sie gesagt, ja, die Erklärung nehme ich, die finde ich klasse. Man sollte nicht immer nur das Schlechte in den Namen sehen, sondern auch mal gucken, okay, was ist denn noch eine vernünftige und logische Erklärung, wie ist dieser Name zustande gekommen sein könnte. Weil ich glaube, nachvollziehen, warum der Nigeria-Kuchen Nigeria-Kuchen hat, kann keiner mehr heißt, so rum, nicht hat, heißt. Das sind die Annahmen von Leuten, die sich selber mit dem Thema, die das Thema gar nicht betrifft. Also, Doch, tatsächlich ja. Und zwar sind die beiden, meine zwei Arbeitskollegen, extrem gegen Rassismus. Nur eine falsche ja gut. Bemerkung, und die würden der Person am liebsten auf die Fresse hauen. Die können sich natürlich noch beherrschen, Ja, aber ne? die betrifft das Thema ja nicht. Natürlich betrifft die das Thema, weil ihre Freunde, ihre Familie aus anders. Das Farbe hört sich auch scheiße an. Dunkelhäutig sind. Dunkelhäutig sind oder aus einem anderen Land ursprünglich kommen, betrifft die das Thema doch mehr als jetzt zum Beispiel mich, der gar keine Connection zu anders aus anderen Ländern stammenden Personen hat. Ja. Moin Onkel erstmal an der Stelle. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute sich alibimäßig für andere darüber über Sachen aufregen.
Finde ich auch nicht in Ordnung, wenn sie es alibimäßig machen, wenn sie involviert sind, vollkommen okay. Aber Rassismus ist dumm. Gebe ich dir Ja, auch definitiv. recht. Das Aber Thema ist klar, je dass Rassismus es immer schwer kann. Zigeunersoße jetzt Paprikasoße zu nennen, das ist doch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, in meinen Augen ist das doch eine Ehre für die Zigeuner, eine eigene Soße zu haben, die die Welt ausspricht. Mehr Beachtung kann man doch gar nicht kriegen. Oder sehe ich das falsch? Ich sehe nur das Ja. Positive drin. Ohne Zigeunersoße wüssten die wenigsten Menschen, was Zigeuner überhaupt sind. Ich glaube, das wissen sowieso noch nicht so viele. Aber was ein Posthauser sagt, es sollte sich vielleicht mal über die richtigen Sachen aufgeregt werden, nicht über so einen Schwachsinn. Also diese ganzen Lappalien. Vor allem, es wird sich ja auch mal von, so gerade im Fall der Zigeunersoße, beziehungsweise Paprikasoße jetzt, wurde sich halt nicht von betroffenen Leuten aufgeregt, sondern von irgendwelchen anderen Stellvertretern wieder, die Ja. meinen, das ist definitiv rassistisch, das muss geändert werden. Diese, keine Ahnung, irgendwelche White Knights, die halt sich über alles aufregen. So, Nein, und wenn das die Leute sich über Wort alles aus. darf man tatsächlich nicht mehr sagen und das finde ich tatsächlich auch okay. Weil sich da die Ja. Gruppe tatsächlich angesprochen gefühlt hat und nicht irgendwelche Europäer, die aus Deutschland kamen oder aus England oder sonst woher, die nicht dunkelhäutig sind, sondern die Dunkelhäutige haben sich darüber aufgeregt. Und das kann ich verstehen. Der Automat hat über Zigeuner gemeckert, nicht über Zigeunersoße übrigens. Das fand ich auch sehr interessant. Nee, bei den Schokoküssen kann ich es, da ist es auf jeden Fall nachvollziehbar. Weil das Wort an sich halt wirklich halt sehr despektierlich gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ist. Und zwar im Schau, bei negativen Sinne. Zigeuner, ja, genau, deswegen, das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe es nochmal für die übersetzt, die dein Disputierlich nicht verstanden haben. So wie ich erst, Despektierlich. ja, so wie ich erst bis, Moment, okay, das meint So. Ja, er. Du, wir haben nicht es alle wird ein sehr, Fachabi wie es ist du. sehr negativ konnotiert, ja. Alles gut. Wir haben nicht alle so ein Fachabi wie du, Safon. Habe ich Fachabi? Ich habe Fachabi, ja. Ja, ich musste gerade überlegen, habe ich es nicht? Keine Ahnung. Und da Ach, willst du ihm egal. mal so ein bisschen, ne, wupp, oder so, ja, schaut doch ab, und Eigentor, Kali, das war ein Eigentor. Meisten regen sich da halt darüber auf, wirklich, wenn man sich umhört. Das sind alles die Politiker und Weltleute, die ein gewisses Ansehen erreicht haben in der Welt, die Angst haben, dass ihr Ansehen sinkt und deswegen müssen sie sich ja im grünen Licht ins rechte Licht rücken und sagen, wir dürfen das nicht mehr Zigeunersoße nennen. Das ist diskriminierend gegenüber die Zigeuner. Wir nennen es ab jetzt Paprikasoße. Ja, deswegen aber, Und das schwupps ist ist, der Politiker auch, du hast ja so ein recht. Amerikaner heißt ja jetzt auch nicht Glasurkuchen. So, das ist ja nicht diskriminierend gegenüber Amerikanern. Jägerschnitzel Hamburger. sollten wir umändern. Das ist Diskriminierung gegenüber Jägern. Also, ich verstehe es nicht. Also, wenn man ein Wort ändert, von dem sich keiner angegriffen fühlt, das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehe. Ne. Ich glaube, da sind wir Rassisten uns sind ja auch, alle haben auch einig. keinen negativen Hintergedanken. Rassisten haben
dann missbraucht und zack, hat eine Personengruppe sich angegriffen fühlt. Zu Recht, ja. Ah, hier, Berliner. Und ist sich weiter von der Verdunklung des Abendlandes Burger. gesprochen. Hamburg haben wir Typisches auch noch. Nachzudenken. Hamburg haben wir ja auch noch. Ja. Es wird bald nicht mehr Genau. Hamburger heißen. Es wird irgendwann Käse. Käse. Was ist das Hamburger? Hier, sag mal, Met. Hamburger ist ja ganz normaler Burger. Ja, Ganz der Burger sagen. Aber warum sollte ich nicht Hamburger sagen? Wenn ich einen Cheeseburger will, dann bestelle ich mir einen Cheeseburger. Wenn ich einen Hamburger will, bestelle ich mir einen Hamburger. Und ich bestelle mir aber keinen das Burger, ist doch weil Burger ist ja immer diskriminierend nur für gegenüber alle. den Hamburgern. Nicht den Hamburgern, sondern den Hamburgern. Ja, das ist eine Sache, die ich verstehe nicht. Also man muss halt nicht auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Ja, weder der Berliner noch der Amerikaner sind Schimpfwörter. Aber Zigeuner ist auch, ja gut, es kann negativ ausgelegt werden, gebe ich den Leuten tatsächlich recht. Was bist du denn für ein Zigeuner? So kann man das wirklich auslegen als Beleidigung oder so. Aber in den meisten Fällen ist das auch keine Beleidigung, wenn ich Zigeunersoße sag. Paprikasoße mit Migrationshintergrund finde ich gut. Ja. Der gefällt mir. Ja, Splatter, aber Zigeuner ist ja auch kein Schimpfwort. Das ist ja nur eine Bezeichnung für eine gewisse Bevölkerungsgruppe. Aber Zigeuner kannst du halt auch als Schimpfwort verwenden. Hab ich ja gerade erklärt. Du kannst Hamburger auch als Schimpfwort verwenden. Guck dir den Fußball an. Ja, gut. Ja, Nur, ja, 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 also, und ja, ja. Berliner Ja. genauso. Ja. Bei Berlin kommt es darauf an, welches Berlin. Ja, siehst du, da geht schon wieder los. Bei Berlin kommt es darauf an, welches Berlin. Kommt drauf an, welches Berlin, ey. Ich glaube, es hackt. Ja, ob du jetzt die alte Dame meinst oder die Eisernen. Ja. Nee, ich wollte das, Splatter, ich wollte das nur aufgreifen. Das ist natürlich sucht man sich das einfach raus, weil das irgendwo als Schimpfwort benutzt wird. Es gibt ja auch bestimmte Gruppen hier in Deutschland, die Bauer als Schimpfwort benutzen. So, da denke ich mir auch, Alter, du brennst doch echt, ey. Ja, oh, danke. Wenn ich gut aussehe wie ein Bauer, danke schön. Das heißt, ich bin viel an der frischen Luft, kenne mich gut mit Tieren aus, das sieht man mir an. Mach was für mein Geld. Danke. Aber ich muss auch sagen, ich sehe schon Das aus wie ist so ein. genauso dämlich wie Geringverdiener. Es ist, ach, zum Kotzen, das ist also. Aber wenn ich solche Sachen höre, dann würde ich mir am liebsten Ja. selber ins Knie schießen, ey. Ich glaube mir, im Thema sind wir auch. Da sind wir uns ja alle einig, dass es absoluter Schwachsinn ist. Bei gewissen kann man es verstehen, wie den Schaumküssen oder Dickmanns. Darf man die noch Dickmanns nennen? Das weiß ich gar nicht. Dickmanns ist ja die Marke. Ja, darf man die noch Dickmanns nennen? Also, wieso Dickmanns ist ja die Marke, also warum darfst du die Marke nicht sagen? Allerdings, was Lein vorhin auch gesagt hat, dass Tempo nicht mehr als Markenname zählt, finde ich gut. Tempo Ja, zählt. Tempo ist ja eigentlich die Firma für Das die ist Taschentücher so wie von Tempo. mit Aber Tesa. Das ist wie mit Tesa. dieser zählt meiner Meinung nach aber noch als Markenname. Ich bin, was für mich das so ist, so Tesa und Tempo und Ceva, das sind für mich so die typischen Alltagsprodukte, die du für jedes Taschentuch, für jede Zebra-Rolle, Küchenrolle und für jedes, wie heißt's? Wie Ja, ich heißt's weiß, was du denn? meinst. Ja, aber wieso Zewa ist die Küchenrolle? Zebra ist die Küchenrolle, aber ich suche das andere gerade. Für was? Hier zum Abkleben, Abreißen, jetzt komme ich noch nicht mal auf den Markennamen. Zum Ceva, Abkleben, Tempo Abreißen. und
Ach kommt, Leute, helft mir mal. Tesa. Tesa hatten wir schon. Ja, Tesa, genau. Wie heißt denn das? Tesa-Film. Ja, Tesa ist ja Also. aber nur die Markenbezeichnung. Wie heißt denn das Ding? Nein, Kleberolle? Nein. Filmrolle. Klebeband? Ist das Klebeband? Fällt das unter den oberen Bereich Klebeband? Klebestreifen, schreiben Sie jetzt alle? Klebestreifen? Ihr wisst es auch nicht mehr. Ja, gut, das kleine wäre der Klebestreifen und das große, die Paketbänder oder so, also Paketbänder, also die Paketrollen, Ja. wären dann Klebeband. Ja. Ich rede, aber ihr wisst, von was ich rede, ne? Mist, jetzt Von. hatte ich gerade, jetzt hatte ich da gerade noch was. No, Flex hat sich ja auch nicht beschwert, dass die Leute alle das Flex nennen. Egal welchen Winkelschleifer die meinen. Das ist echt so. Dieser Film, genau. Ja, aber wie heißt dieser Film? Ja, es ist Klebstreifen. Das ist ein Klebestreifen, ja. Würde ich Was? sagen. Ich. Warte, da. Ey, das muss ich jetzt. Sorry, aber das will ich jetzt googeln. Hä, wir haben es doch schon. Problem solved, Bruder. Was ist los? Klebeband, ja. Gut. Durchsichtiges Klebeband, um genau zu sein. Ja gut, okay. Ja, Das hat auch keiner gemacht, das durchsichtige Klebeband. Das war ein Teaser, oder? natürlich. So. Allerdings, dadurch wird ja auch keiner diskriminiert, also. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Dann Jetzt machen wir schon? noch, ja, wir haben jetzt eine Stunde ungefähr rum. Dann machen wir noch ein Stündchen. Ich muss mich morgen arbeiten. Da kann heute nicht so lange wie. Aha. Ja gut, ich versuche währenddessen mal herauszufinden, wie ich deinen Chat jetzt auch noch bei mir reinkriege, weil irgendwie bin ich dazu doof für. So, Also klar, jetzt. es gibt irgendwelche Webseiten, die ich einbinden kann, aber das ist ja Schwachsinn. Ich will den Chat ja vernünftig bearbeiten, damit der genauso aussieht wie mein Chat. Ja. Also, wir sehen uns in. Ich sag jetzt keine Zeit, weil ihr kennt das, Frau, ne? Schatz, hast du noch mal eine Minute? Bis gleich. Okay, gut, dann gehen wir auch ganz. Aua. Nee, falsche Szene. So, da bin ich wieder. Davon ist doch beschäftigt. Ja, ich bin so verwirrt. Ich Ja. bin gerade am Sachen umschreiben, oder? Naja, ich schreibe mal wieder Sachen. Ist ja nichts Neues. Funktioniert aber nicht.
Spider hat mir eine Nachricht geschickt. Süß. Ja, kann man nehmen, tatsächlich. Das ist klasse. Merken Sie Aber fürs nächste Mal schöner wieder. Ich da. Ah, und das hat halt ein bisschen länger gedauert, weil man mitbringen. Oder wie das so ist, ich bin Hunger. Wie das halt so ist, hat sie noch einem dies erzählt, das erzählt, jenes erzählt. Aber was soll's? Ja, da sind wir jetzt auch wieder. Auch alle Bilder, also ich auch. Ja. Ich habe halt noch versucht, den Kanis-Chat noch bei mir im OBS einzubinden. Aber es ist ja komplett behindert. Bescheiden. Es läuft alles nicht so, wie es eigentlich soll. Naja. Stimmt nicht. Immer, ne? Nächstes Thema, genau. So. Das wollte ich auch noch machen. Moment. Existierendes Audio. Audio. Geh runter da. Dort hin. Und rein da. BNP in Deutschland. Das musst du jetzt mal erklären, was das ist, denn ich habe absolut keine Ahnung. PNP sind Pen-Paper-Rollenspiele. Ah, Pen and Paper. Ja, Ah. genau. Das Rollenspiele. Oh, sehr schön. Sehr war schönes damals Thema. ein Vorschlag aus dem Chat. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass PNP irgendwie ein bisschen selten geworden ist, obwohl ich sogar ein paar Leute, ich kenne ein paar Leute, die machen PNP, aber ich komme halt irgendwie zeitlich nie in so eine vernünftige Gruppe rein. Oder die sind halt irgendwie schon voll oder gründet sich auch irgendwie nichts Neues gefühlt. Ganz Sind ehrlich, alles irgendwelche alteingesessenen Gruppen. ich habe darauf mal Bock, ich habe sogar mal darauf Bock, sowas zu streamen auch. Aber dafür brauchen wir erstmal die Leute und immer einen festen Termin, wo man sagt, okay, jeden Papa spielen wir PNP. Und gut ist. Ich mache das tatsächlich offline. und zwar momentan eher Kult, also eine eher Horror-Variante. Habe ich jeden Mittwoch, bevor ich hier bin, meine Rollenspielgruppe. Und es macht unheimlich viel Spaß. Da bin ich jetzt auch seit
2 Jahren. Nee, länger, länger, länger. Vor der Pandemie haben wir gestartet. Dann hatten wir es über Discord. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Aber ich muss sagen, es ist nicht seltener geworden. Ich glaube eher, es wird langsam mehr, dadurch, dass Gronkh es auch streamt. Ach so. Gronkh macht es tatsächlich auch. Die sind dann professioneller, sagen wir es mal so, in einem Raum. Ne? Da ist wieder ein Spielleiter. Da sitzt eine Pan und noch zwei, drei andere. Ich kenne jetzt nur Pan, beziehungsweise Pandoria. Und Gronkh halt. Da sitzen die an einem riesen Dings, Tisch und da spielen sie das. Finde ich auch klasse. hier, Anni und die Bande, die machen das doch auch mal regelmäßig. Also, ich habe da definitiv Interesse dran, weil es halt sehr viel Spaß macht. Ich würde auch gerne mal so ein Spiel leiten. Das Problem, was ich sehe, Punk Royal, die Horde, genau. Ja, genau, mit Punk Royal, die Horde, genau so hieß das. Punk. Oder Funk, Nicht Punk. Punk, Punk. Das ist ja. Punk. Ja, ich habe nur das P gelesen. Ich heiße ja auch Stefan und ich steppe an. Genau. Guten Morgen. Aber das Problem, was ich halt sehe, warum es selten wird oder beziehungsweise seltener geworden ist als im Vergleich zu den 90ern beziehungsweise Anfang der 2000er, wo es ja wieder einen gewissen Hype durch Stranger Things gekriegt hat, War ist denn Hype? Stranger, Das ist an mir vorbeigegangen. echt, das hatte einen tatsächlich kurzen Hype durch Stranger Things, weil Stranger Things mit den Demogorgon auf dem Dungeons & Dragons basiert, Dungeons & Dragons Spiel. Darfst du nicht vergessen. Die erste Ja, lief Folge, ja auch im PNP. die erste Folge von Stranger Things fing ja damit an, dass sie da unten im Keller saßen und Dungeons & Dragons gespielt haben. Mit dem Demogorgon. Und dann alles kam genauso, wie sie halt gewürfelt haben, ne? Ah, nee. Ja, nicht spoilern, ich hab's noch nicht geguckt. Du hast Stranger Things noch nicht geguckt? Wir haben noch keine Zeit. Musst du nachholen. Musst du definitiv Außerdem ist die letzte nachholen. Staffel noch nicht raus. Musst aber trotzdem nachholen. Ist echt eine geile Serie. Nee, aber Ja. was ich als Problem sehe, ist der Kostenpreis. Also die Kosten für ein vernünftiges Material. Du als Spieler brauchst nichts außer deine Würfel. Brauchst du ja nichts. Ah, der Spielleiter muss sich das Buch holen und alles Mögliche. Und das sind hunderte von Euro, die da reingehen können. In einen einzigen Titel. Also für DSA haben wir auch alles schon digital gehabt. Damals, wo wir gespielt haben, das ist schon Moment. Bestimmt schon über 10 Jahre her. Und wir hatten damals schon alles digital. Unser Spielleiter hatte sich dann die wichtigen Regelseiten, die spezifisch für unsere Klassen sind, hatte er sich nochmal ausgedruckt, um bestimmte Sachen nachschlagen zu können. Und zur Not hätte er es auch noch auf dem Handy gehabt. Also das komplette, was sind das, 600 Seiten Regelwerk da. Nee, aber wenn die Leute aus den Chats Bock haben darauf, mal sowas zu machen, Safran oder mich anschreiben, wir finden garantiert irgendwie einen Termin. Und wenn es nur einmal im Monat ist, wo wir uns treffen, und sagen, okay, heute machen wir mal so einen 3, 4-stündigen, 5, 6-stündigen Abend, wo wir nur zocken. Wo wir nur PnP zocken. Ob es nun Fantasy, Horror oder Thriller oder sonst was ist, kann man ja immer noch ausdiskutieren, aber. Ich persönlich hätte Bock drauf. Ich finde es einfach geil, sich in mal Rollenspiele, was anderes ist es ja in dem Sinne nicht, anders zu spielen als ein Charakter. Also als jetzt WoW oder
Also hast du nicht gesehen, ne? Sondern wirklich sich selbst Gedanken zu machen. Ich bin da eher im Fantasy-Bereich. Ja, Was bin ich ich aber auch. auch, was ich auch gesehen habe, das, was ich ganz interessant war so ein, der Cyberpunk-Bereich, der ist ja auch richtig groß geworden. Gibt ja auch ein FMP um dieses Perry Rhodan-Universum und Oh so. ja. Das ist ja auch eine ganze Zeit lang komplett an mir vorbeigegangen. Ja, früher Das wurde es ganze D&D Perry genannt. Rhodan-Universum. Nein, D&D ist ein Spiel. Ja, aber früher wurde es tatsächlich so genannt. Also es ist bekannter unter D&D als PNP. Nein, das D&D ist bekannter als PnP vielleicht. Aber Pen Paper ist das Hauptgenre, das Ja. Obergenre. D&D ist ein eigenes Spiel in diesem Genre. Ah, ich Also glaube, muss man früher haben die da Leute dazu tats sagen, früher haben die D&D Leute. hat auch nun so ein, ist ja auch ein, eigentlich ein recht relativ kurzweiliger Bereich. Das ist mehr so für so einen Abend oder vielleicht zwei. Ich habe ja damals Stories gespielt, die ein bisschen länger gingen. Ein Bisschen, bisschen. aber nur. Ja, wir sind auch gerade an einer So, da Story hattest du, dran, die ja, ewig das, also geht. in DSA ist es halt so, da dauert ein einzelner Kampf ja schon über eine Stunde. Dann kommt nur das Würfelglück beziehungsweise Pech hinzu. Ja. Wir mussten bei unserem Würfelglück, wir mussten echt aufpassen, dass wir nicht sterben. Geht schneller, als du denkst. Ja. Und vor allem, wenn du dann noch Deswegen. ein Spieler bist, wie ich, der alles ausspielen will, ne? Der auch so ein paar Nebenstränge, nicht nur die Hauptstory an sich zocken will, sondern auch so mal einen Tag im normalen Büroalltag oder in einer normalen, als Fantasy jetzt so eine Nebenquest halt machst, ne? Und nicht nur die Hauptquest. Ja, da gibt's so viele Variationen, wie man das gestalten kann. Es gibt natürlich auch ganz coole One-Shots im Ja. DSA-Universum, die du halt auch so an einem Abend durchballern kannst. Die sind aber eigentlich eher, die sind halt aber auch alle recht storybezogen. Eher wenig Kämpfe, mehr, wirklich mehr dieses Story-based Gameplay. Ja, da hatte ich mal eins, da bin ich, wo waren das? Australien, war das? Sind wir mit dem Auto in irgendeine Schlucht aufgewacht, da stand da ein Typ und der Typ war eigentlich nur eine Fantasie, ne, von dem Spieler an sich. Und das war so, das, was der war da so, dass der die Fantasie ja nichts heben konnte, ne, konnte keinen Rucksack nehmen und so weiter. Man hat ihm was in die Hand gedrückt und der hat dann sich irgendwas ausdenken müssen, warum er diesen Rucksack nicht tragen kann. Das war auch witzig. Und da mussten sie halt einen Ausweg suchen. Ja gut, aber Blood Devil, warum sind die Würfel teuer? Du brauchst zwei W20, du brauchst ein W16, maybe brauchst du ein W10 und vielleicht ein W6. Aber dann hast du doch alles. Ich habe tatsächlich was habe ich, ein Dreier, ein Zwölfer, ein Zehner, ein Hunderter, also in Zehnerschritten, ne, der Hunderter, 20er und ich glaube 6 und 16, also die Standardwürfel. Und wir benutzen wirklich nur die zwei W10 Würfel. Die von 1 bis 10 und die 10, 20, 30, 40, 60, 80, 90, 100. Das reicht. Ja, wir, Das reicht in der Regel, die bei, zwei. bei, bei DSA hatten wir, hatte jeder zwei W20 Würfel fertig. Das war's. Bei uns sind es zwei W10 Würfel. Und das Schöne an PNP, ist ja, dass du das online spielen kannst und du dafür noch nicht mal Geld für Würfel ausgeben musst, weil du das auch alles schön online machen kannst. Also da gibt es extra noch hier Würfel und sowas. Da brauchst du nicht, okay, welchen Würfel brauche ich jetzt? Dann sagt der Spieler, okay, du brauchst jetzt den W20, dann gibt der Spieler W20 ein, dann
plus 2 oder minus 2 oder was weiß ich, je nach. Also müsste ja, wenn wir streamen, müsste es ja auch visuell dargestellt werden. Denn da ich keine zweite Kamera habe, um die Würfel zu zeigen, werde ich es wahrscheinlich auch irgendwie in irgendeiner Form digital machen. Also, wenn wir das machen sollten, dann machen wir das auf jeden Fall online, dass wir uns dann in einem Online-Raum treffen. Ich muss gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Muss ich mal meinen Spielleiter fragen. Der kennt sich damit aus. Dann ist das kein Problem. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, im Discord. Ich finde sowas einfach geil, mal abends sich hinzusetzen und dann 6 Stunden, 4, 5 bis 6 Stunden, je nachdem, sowas auszuspielen und sich in die Charaktere einzuversetzen, was gerade. Was war das gerade? Das war ein Soundfehler. Okay. Nicht so wichtig. Ich habe mich gerade gehört, das war ein Schock pur. Ihr seid meine Stimme gewohnt, ich bin meine Stimme nicht gewohnt. Wieso hast du dich selber gehört? Das wundert mich ja. Ich habe mich gerade tatsächlich gehört. Und war gerade total geschockt. Okay, was habe ich jetzt an? Ich habe alle Tabs stumm. Ich kann mich nirgendwo doppelt hören. Eigentlich hättest du davon gar nichts mitkriegen dürfen. Na gut, egal. Ja. Wie gesagt, ich finde PnP klasse. Es ist ein teures Hobby, wenn man es richtig aufzieht. Also wirklich mit Büchern und hast du nicht gesehen. Mit Büchern, mit Ja, Custom-Spielbrettern, ist es ein mit teures Hobby. Kostümen. Oh Bock, weißt du, irgendwann sitzen wir hier so. Gute brauchst dich nicht mal, wenn du einen Zwerg spielst oder so einen Gnom oder Troll, brauchst du dich nicht verkleiden. Was haltet ihr von Zapfen als Prinzessin? Ich würde dir meine Rolle als Prinzessin tatsächlich abgeben, Zapfen. So bin ich zu dir. Kleid und sowas schicke ich dir Ich zu, ist glaube, kein Ding. die Fähigkeiten, das Fähigkeitenrepertoire wüsste ich so nicht. Aber ich finde Prinzessin ziemlich nutzlos. Dafür Ja, gibt es da eine gibt es Menge. wirklich alles Mögliche. Da gibt es eine Menge. Ich hab die Tage noch einen TikTok von einem gesehen, der hat sich so einen wirklich überkrassen PnP-Tisch gebaut. Da kannst du halt, da kannst du einzelne Elemente quasi aus der Tischplatte wegnehmen. Dann kannst du da ein Stück was rausfahren. Der hat für diesen Tisch unterschiedliche Elemente gebaut, Geil. die du einsetzen kannst, je nachdem, ob das jetzt Fantasy ist. Der kann Landkarten auf diesem Tisch bauen. Ich bin neidisch. Der hat komplett übertrieben, der Junge. Ich bin so Aber es neidisch. ist nur geil. Du hast halt eine Seite, da muss immer der Spielleiter sitzen, weil Ja. da setzt du die Panels hin, du hast entweder so Berge, so für ein Fantasy-Setting hast, oder so eine, der hat auch so eine Cyberpunk-mäßige Mauer, sodass man halt nicht sieht, was der Spielleiter da macht, es gibt ja Sachen, andere Leute haben da Ja. immer so eine Pappschachtel, wo Ja. die dann hinterwürfeln und so. Nee, hat nicht Nee, das geklappt, ist sorry. schon, ja, genau. Auch ganz wichtig ist, vor allem, es gibt ja so Sachen, das ist ja absichtlich, dass die Spieler nicht sehen, was der Spielleiter würfelt, weil wenn der Spielleiter eine 2 würfelt, aber das Ereignis erstmal gut aussieht, aber gar nicht gut ist, Ja. im Nachhinein. Ja, das hat ja alles Einfluss. Ja. Auch genial,
ist, wir hatten mal das Problem, wir haben unseren Spielleiter so geärgert, weil wir halt überhaupt nicht das gemacht haben, was er von uns wollte. Dann irgendwann wurde ihm das alles zu viel. Es wurde ihm wirklich alles zu viel. Der ist so weggetiltet. Unser Spielleiter heute auch tatsächlich. Wir machen Sachen, Wir erwartet sind, der also. gar nicht. Wie jetzt? Ja, Okay. gut, das unerwartete Sachen ist ja das eine, aber wir haben halt wirklich, also wir mussten dahin und wir sind immer dahin. Ja. Er hat irgendwie versucht, umzuleiten, wir sind wieder abgewogen. Also, gar Ja. keine Chance. Wir waren, als wir dann auf dem falschen Kontinent angekommen waren, da sind Dinge passiert. Der Himmel verdunkelte sich. Und Feuer. Wärt ihr mal in die Richtung Spiel gegangen, die ich vom euch Himmel. gesagt hätte, dann wärt ihr verschont geblieben. Ah, nein, ihr wolltet ja unbedingt auf den anderen Kontinent. So als Info, in der Zeitlinie existiert dieser Kontinent nicht mehr. Es ist nicht ganz klar, was mit ihm passiert ist. Aber auch die Zerstörung haben auch die umliegenden Kontinente gerade in den in den Wassergebieten. Also in den Gebieten näher am Wasser haben auch einiges an Zerstörungen durchleiden müssen. Ja, und wir waren alle tot. Wir Dann spielen ja mussten gerade so wir komplett horrormäßig. neue Charaktere erstellen. Ja, wir Alles nur wegen dem spielen Ärger. gerade horrormäßig, das ist auch einfach nur genial. Wir machen zwar viel Bullshit zwischendurch, ne, weil einfach Witze sind. Wir haben eine Spielerin, die spielt einen Privatschnüffler. Das ist übrigens der einzige Charakter aus unserer Gruppe, der einen ehrlichen Beruf hat. Wir haben einen Mafia-Boss, wir haben einen Doktor, der auch gerne illegale Sachen macht. Und wir haben nicht den Scharfschützen, der aus Afrika stammt. Mich als Attentäter. Also wir haben wirklich. Und die kommt dann so hin. Du bist böse, du bist böse, du bist böse. Scheiße. Erstmal so die Reaktion, ne? Aber dann hat die in ihrem Büro ein Faxgerät stehen in Gisela. Sie hat ihr Faxgerät, also Gisela genannt. Ja gut. Ja, genau, davon ist es genau das, was du denkst. Die hat die Pfanne heiß. Die hat die Pfanne heiß. Und seitdem gibt es immer irgendwie Running Gags über sowas, weißt du? Über das Faxgerät. Da willst du wieder zu deinem Faxgerät? Willst du mal gucken, wie es ihm geht? Ja. Es macht so viel Spaß mit den richtigen Leuten. Das Traurige ist, wir hatten jetzt drei Termine. Erst war ich alleine da, hab meine Nebenstory gemacht, ne? Dann war ich mit jemand anderen da, konnte man auch nicht weiterspielen, weil die zwei anderen gefehlt haben. Haben wir seine Story gemacht. Dann letzte Woche wieder genau dasselbe. War wieder jemand anderes da, aber die zwei anderen nicht. Heute waren wir zu dritt von vier. Ja, das ist ja auch. Es ist echt nervig. Wir sind vorangekommen, ja. Ich bin zum Feind übergelaufen. Ja, die haben, das war so, wir haben irgendwie ein Mädchen gerettet, das in unseren Träumen ab. Wir haben alle gleichzeitig geträumt, dasselbe von einem Mädchen, das Hilfe brauchte. Ne? Wir haben es dann irgendwie gefunden, haben es dann zu dem Mafia-Boss in die Villa gebracht. Ich war dann unterwegs und da griff ein Typ an. Mit anscheinend Untoten oder sowas. Keine Ahnung, ne? Die kamen aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts. Und haben sie angegriffen, haben ein Massaker im Haus angerichtet. Ich kam dann später dazu, der hat mir das erklärt, ne, erzählt. Ich habe es natürlich nicht geglaubt. Ich dachte mir so, ja. Das hat alles irgendwie eine logische Erklärung, ne? So.
Dann haben wir gehört, okay, Mädchen tot, scheiße, Spurensuche. Dann sind wir in das Sanatorium gegangen, wo das Mädchen herkam. Die war ein bisschen, ne? Und sind da nochmal rein. Und dann kam der Typ und hat gesagt, ihr wagt es euch wieder herzukommen. Hat meinen Kollegen, mit dem ich da war, erstmal niedergehauen. Ich werf dem Messer gegen den Kopf genau in die Stirn. Ne? Hat wirklich fantastisch gewürfelt. Und der labert weiter. Perfekt. Da warst du erstmal geschockt. Ne? Und dann hatte ich drei Möglichkeiten. Entweder ich laufe über, weil der hat dann so laut geschrien, dass mein Trommelfell geplatzt ist. Ne? Aber nicht geschrien im Schmerzen, sondern ne, befehlerisch geschrien. Irgendwie lauten Ton, mein Trommelfell ist geplatzt. Ich hatte dann die Wahl, den Wurf hatte ich verkackt. Ob ich sterbe, bewusstlos werde oder kritische Wunde erleide. Mein Partner ist schon bewusstlos gewesen. Also habe ich mich für die kritische Wunde entschieden. Dann hatte ich die Wahl, ich fliehe mit ihm oder ich laufe über. Ich habe die Würfel entscheiden lassen. Ich bin übergelaufen. Ich war so fertig nach der Spielsitzung. Ja, das kann auf jeden Fall ein immersives Erlebnis werden. Wenn man sich da richtig reinfühlt in die Rollen und so, das ist richtig gut. Ich habe mir überlegt, okay, was würde jetzt Marek Barenka, so heißt mein Charakter, machen? Er ist ein Gläubiger, Afrikaner, ne? Aus dem Land in Afrika. Habe ich mir überlegt, okay, könnte das für ihn eine Gottheit sein? Habe ich mir überlegt, ja. Ja, könnte es. Okay, musste würfeln. Weil ich konnte mich echt nicht entscheiden, fliehe ich oder laufe ich über. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe die Würfel sprechen lassen. Und so. Ja, kann Zwei man machen. Themen können wir eventuell noch hinkriegen. Meinst du? Ja, denke ich. Der Chat ist heute ein bisschen ruhiger, merke ich. Nun gut. Ja gut, für PNP gibt es auch nicht so viel zu sagen. Ja, wenn's, ja. So. Ja, ich will es auf jeden Fall wieder machen. Ich hab Bock Ja, drauf. habe ich auch Bock drauf. Gut, dann gehen wir rein und gucken mal. Oh. Cash for Cosmetics, ja. Das finde ich auch nicht schlecht. Auch wieder sehr interessant, klare Meinung. Wenn es nicht zu teuer ist. Ich sag mal so, damals hat Overwatch 1 hat es klasse gemacht, ne? Die haben Lootboxen, konntest du dir kaufen oder verdienen, waren nur Cosmetics drin. Entweder. Aber ist das mit den Lootboxen nicht dann auch wieder Gambling? Haben sie jetzt in Overwatch 2 rausgenommen? Am Overwatch 1 hatten sie es, konntest du die Lootboxen holen. Und da hat es dann halt mit etwas Glück einen neuen Skin. So, den konntest du dir, du konntest dir die Lootboxen aber auch durch Spielen verdienen. Das ist geil, weißt du, wenn du sowohl für Geld als auch für Erfahrung dasselbe haben kannst. Also in dem Fall ist es nicht ein Pay-to-Win, sondern Pay-to-Skin. Um schnell den Skin zu kriegen. Ist okay, kannst du machen. Aber der Skin sollte auch verfügbar für alle Spieler sein, die kein Geld, sondern viel Zeit rein investieren. Das ist meine Meinung. Vor allem, wenn du ein Sammler bist, der ein Spiel spielt, da gibt es, was weiß ich, 100 Skins, aber 20 davon musst du für echt Geld zahlen. Ja, das ist schwierig. Aber ich Danke. weiß nicht, irgendwie, ich finde, dieses Lootbox-System bei Skins fand ich schon immer bescheuert, weil so
Wenn man wirklich einen bestimmten Skin haben will, dann muss ich die Kisten kaufen. Das ist ja in CS genauso. Dann muss ich die Kisten Ja, kaufen und hoffen, dass im ich CS irgendwie ist es den so. Skin kriege. In CS ist da ja ein richtiger Markt drum entstanden. Overwatch hat es tatsächlich noch besser gemacht. Die haben dann gesagt, okay, neue Skins, die gerade rauskommen, ne, pro Event, kosten 3.000, sonst kosten sie 1.000. Und das kannst du dir ja auch erspielen. Konntest du dir auch erspielen, ne? Und für jeden doppelten Skin hast du auch nochmal Geld gekriegt, also diese Währung. Und so konntest du dir den irgendwann auch kaufen, wenn du kein Glück in den Kisten, erspielten Kisten hattest. Konntest du dir den halt in-game kaufen mit deiner In-game-Währung, für die du kein Geld bezahlt hast. Das war gut an Overwatch 1. Overwatch 2 hat es komplett verkackt, was das betrifft. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ich habe da lieber das Prinzip wie in League of Legends. So, ich will den Skin haben, dann kaufe ich den jetzt. Punkt. Und je nachdem, was für eine Art Skin das ist, wenn es ein kleiner Skin ist, wo sich nur ein paar Farben ändern, dann ist der ganz billig. So, wenn er neue Animationen hat, wenn er andere Voicelines hat und so weiter, wird er halt immer teurer. Bis zu den legendären Skins. Ich sehe es momentan bei unserem aktuellen Spiel. Es ist bei den Machern reine Geldmacherei. Wenn ein Skin oder eine Verschönerung 20 bis 120 Euro kostet, soll, ist das reine Abzocke. Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir vollkommen recht. DBD. Es gibt so geile Skins. Und dann denkst du, dafür bezahle ich doch keine 20 Euro. Oder 10 Gut, halt Euro eine. sind es, glaube ich, nur. In Anführungszeichen. Ja, das kommt immer darauf an, wie alt und wie Ja. detailliert die Skins sind. Du kannst ja aber auch, du kaufst die Dinger ja für Scherben und Nicht Scherben alle. verdienst du ja auch im normalen Gameplay. Mittlerweile ist es geändert. Ja, gut. Alle Skins, also erstmal Skins, die neu rauskommen, kannst du nur für Aura-Zellen kaufen. Die gehen aber, was hatten sie, was war das jetzt, die Zeit? Nach 1 oder 2 Monaten gibt es die dann auch für Die Scherben. Dings, für Scherben. Natürlich, saisonale Sachen kommen natürlich nur immer saisonal wieder. Ja. Das hat auch ein bisschen günstige Verknappung. Die Leute wollen, natürlich wollen die Leute auch Geld verdienen. Ne? Ja, So, DBD die setzen ein verdient doch genug Designer-Team Geld. dran. Sorry, aber durch die ganzen DLCs, die sich jeder DBD-Spieler oder fast jeder DBD-Spieler kauft, verdienen die doch genug dran. DBD ist Ja, weiß nicht ich nicht. so ein klassisches Spiel, wie es Overwatch damals war. Da hast du einen Held gekriegt. Das Spiel hast du deine 50, 60 Euro für gezahlt für das Spiel. Ja, gut. Aber du hast halt regelmäßig einen neuen Helden gekriegt. Und dazu auch die Skins, die du dir erspielen oder kaufen konntest. DBD musst du die Killer teilweise oder DLCs kaufen. Vor Ja, allem aber die nicht lizenzierten. nur wenn die lizenziert Oder sind. lizenziert, Das ist ja genau. das Ding. Ja. Ja, die lizenzierten Sachen sind halt, das sind immer Kooperationen mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Stranger Things oder Resident Evil und so weiter. Ja, da gibt es ja, oder die Saw-Reihe war ja auch schon dabei. Ist Michael halt Myers. Abzocke. So, Müssen Sie. das sind alles lizenzierte Sachen. Da zahlen die natürlich auch noch mal mehr, als wenn die einfach so einen entsprechenden Killer oder Survivor rausbringen. Weil das der Weil entsprechende die haben ja Killer die oder Survivor genauso Entwicklungs. viel Geld kostet wie jetzt ein Michael Myers. Ist schon eine Frechheit, oder nicht? Was? Ich meine, jetzt beide kosten ungefähr 7, 8 Euro so in dem Dreh pro DLC. Ob es nun Ja, lizenziert ist oder nicht. aber die nicht lizenzierten kannst du ja auch so freispielen. Kannst du Ne? aber. Die Lizenzierten kannst du halt nicht freispielen, weil die ja natürlich auch noch die Lizenzkosten zusätzlich haben. Das stimmt. Ja, DBD ist halt so ein bisschen Game as a Service, weil das sich dauerhaft weiterentwickelt und auch ständig neue Leute dazukommen. Deswegen finde die DLCs auch nicht überteuer. Ne? Überteuert sind Klar, sie wenn nicht, du. aber auf Dauer, wenn du Ne? jetzt gerade neu als DBD-Spieler anfängst und alle DLCs haben möchtest oder alle Killer oder alle Survivor, je nachdem, was du spielst,
Ja, aber das hast du ja überall. musst du eine Menge Geld reinstecken. Das ist genauso wie bei ETS und ATS und hast du nicht gesehen, reine Geldmacherei. Es steckt viel Arbeit drin, ja, keine Frage, Leute. Erstmal nur Deutschland rausbringen, ach, dann bringen wir noch Frankreich nebenbei raus, dann Spanien, Portugal, dann, ach komm, bringen wir mal Österreich, Schweiz mit raus. Das kostet auch nochmal 10 Euro. Ah ja, hier, Russland haben wir ja noch gar nicht, kostet nochmal 20 Euro. Boah, bist so schnell dein Kröten los. Das ist echt hart. Gut, du bist jetzt auch bei DLCs, wir sind ein bisschen weg vom Thema gekommen. Aber dasselbe ist Sag mal. doch genauso bei den Skins für für ETS und so weiter. Es sind kosmetische Skins, für die du 5, 6 Ja, aber die Euro sind ja, bezahlen musst. die sind ja kein Must-Have oder so. Ja, zum Beispiel League of Legends ist ja komplett free to play. Da die lassen sich quasi über die Skins bezahlen. Das kann ich verstehen sogar. Free to play ist nicht free to play übrigens, Leute, ne? Weil es gibt immer eine Möglichkeit, dass ihr Geld reinsteckt, nur so zur Info. Dadurch finanzieren sich die Spiele. Und das finde Ja, ich die müssen vollkommen sich in ja nicht Ordnung. finanzieren. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Wenn sie sagen, okay, kommt, wir stellen euch Server zur Verfügung, wir stellen euch regelmäßig Content zur Verfügung, kostenlos. Aber wir stecken so viel Herzblut noch mit rein und auch in die Skins. Wenn ihr dafür mal einen 5er oder einen 10er abdrücken müsst, das tut euch nicht weh. Ihr müsstet für das Spiel Ja, keinen und ihr Cent müsst es zahlen. ja nicht. Ihr Ja, müsst es ja nicht. Das ist ja der Punkt. und ihr müsst es noch nicht mehr. Es wäre schön, wenn ihr es macht. Würde uns supporten. Und das finde ich klasse. So, diese Art. Vollkommen legitim. Bin ich ganz offen. Würde ich auch sofort unterstützen. Auch Onkel, die Weihnachtsboxen bei WoT passen nicht ganz rein, weil du hast ja, klar, es gibt da auch Skins drin. Aber es sind ja meistens die Premium-Panzer und so weiter, um die es da geht. Mir geht's hier, bei diesem Thema geht es jetzt wirklich nur um irgendwelche Cosmetics oder Skins und whatever. Kannst ja auch, weil das fing ja damals an bei, war das bei Witcher? Mit dem anderen Sattel? War das bei Witcher? Ich weiß nicht, wann das anfängt, ganz ehrlich. Ja, da gab es irgendwie einen anderen Sattel für das Kackpferd. So. War das Witcher oder war es ein ähnliches Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Damit fing das Ganze an. Ja. Aber hast du bei WoW auch, weißt du? Die verlangen monatlich Gebühren für 12 Euro oder im besten Fall sind es sogar nur 11 Euro. Yay, weil du ein Jahresabo abschließt. Und dann, das Haustier kostet noch was. Ja, dann hast du noch ein Reittier, wofür du nochmal 20 Euro hinblechen kannst. Und so weiter und so fort. Boah. Und dann bringt die nicht nur einmal ein Reittier raus, alle paar Jahre, sondern gefühlt alle paar Monate. Ja, keine Ahnung. Bei Blizzard finde ich, dass die ganzen Sachen sowieso alle ein bisschen übertrieben. Ja. Was ich allerdings Blizzard zugute halten muss, dass sie haben halt dieses Development-Team für, also Development-Team ist es ja nicht, also dieses, sag ich mal, Design-Team für diese Skins, Mounts, whatever. Und sie nutzen dieses Team auch manchmal einfach für einen guten Zweck. Sie designen irgendwie was Tolles Neues, was zum Thema passt. Und dann gehen alle Spenden an die Weltpinguinhilfe oder was auch immer. Finde ich klasse, Also sowas. alles, also so 100%, was dieser Skin einbringt, geht direkt weiter an irgendeine Ja. wohltätige Sache. Imposterus Themenvorschläge kannst du übrigens bei Safran oder bei mir in den Discord unter Themenvorschläge reinhauen. Oder Ideen. Ich weiß nicht, wie Safran es genannt hat, aber auf jeden Fall kannst du es da reinhauen. Bei mir, bei Ideen, bei Safran weiß ich jetzt nicht, wie er es genannt hat. Da muss ich gleich nochmal gucken, ob ich die Channel jetzt vernünftig sortiert habe. Auf jeden Fall kannst Und du ob die da sichtbar Ideen rein. sind. Kannst du es da reinhauen? Dann können wir auch gerne mal über Saffrons große Stirn reden. Kein Problem.
Ich präsentiere meine große Stirn hier, ne? Wunderbar. Ja, und ich habe keine Geheimratsecken, nichts, also alles gut. Bin meine Stirn nicht groß. Guck mal, Akani hat viel mehr Stirn. Hat aber auch kürzere Haare. Ja, viel kürzer, ne? Er ist halt älter, er verliert halt schon mehr. Dafür habe ich hier mehr Haare. Wo ist mir das denn? Ich werde alt, ja. Das Problem bei manchen Cosmetics, was bei Leak auf jeden Fall der Fall ist, manche Cosmetics, da haben sie ein bisschen, ich will es mal sagen, geschludert. Da sehen die, wenn die andere Animationen teilweise Oh ja, haben, das sowas ist immer schlimm. dann passt es manchmal optisch nicht mehr zu den anderen Skins, also Ja. was die Fähigkeiten Reichweite angeht oder so. Ja, Und dann sowas ist sieht immer das teilweise schlimm. sehr komisch aus und die Hitboxen sind dann anders wild. Das hast du doch bei DBD teilweise auch mit den Hitboxen. Du hast dann deinen Skin, auf einmal war die Hitbox ein gefühlt. Ja, genau. Ja. So, aber dann war, da war der Hitbox-Startpunkt wieder anders gecodet als im Ja. normalen. So, dann bist du nicht von Mitte des Körpers ausgegangen, sondern vom Rücken so und dann ging es Ja. weiter. Oder andersrum gesehen, ja, das war, Ja. ah, das hat mich fertig gemacht, Nicht ey. nur dich. Oder Das haben sie das ja zum hat. Glück, das haben sie ja zum Glück ziemlich hingekriegt, Wer hatte aber. denn das? Ich glaube, die Nurse war das auch oft. Wenn du geportet hast und je nach Skin hattest du auf einmal irgendwas im Gesicht. Und konntest fast Ja. gar nichts mehr sehen, weil das Kind dir im Gesicht rumhing. Ja, das ist dann ein Clipping-Fehler. Ja, sowas existiert natürlich auch. Das ist halt leider so. Oh. Aber hast du komm, den Skin wieder geändert zum normalen, ging alles wieder wunderbar. Ah. Ah, sowas ist ärgerlich. Ah, sowas passiert. Wir machen alle Fehler. Wir sind Menschen, wir sollten Fehler machen und daraus lernen. Witz des Tages. Daraus lernen, ne? Ja, ist der Witz des Tages. Ja, daraus lernen. Wenn ich bedenke, wie oft ich mir bei League gedacht habe, ja, schon wieder 100 Euro, ich weiß ja nicht. Ja. Das denke ich mir bei manchen Spielen auch schon wieder Ich weiß jetzt 20 gerade Euro. nicht mehr genau, wie viel Geld ich da reingesteckt habe, aber es waren auf jeden Fall über 1000 Euro. Dasselbe ist doch mit Nur für FIFA. Skins, ne? Also. Dasselbe ist doch mit FIFA eigentlich. Na, FIFA, da sind's ja nicht Skins. Nee, das Das sind ist, da, Karten. da, da sind wir wieder, da sind wieder, da sind wir wieder beim Thema Lootboxen und so weiter. Das Boah. ist aber ein anderes Thema. Ja, da steckst du ja auch Tausende von Euro rein. Oder kannst du Tausende von Euro reinstecken? Sagen wir es so. Aber es ist halt so wild, wie mich das bei League getriggert hat. Also ich wollte. Also bestimmter Skin ist gerade im Angebot. Ah, oh, der sieht auch ganz geil aus. Und für die, Angebotsskins. und für die, und für den und für den Champion habe ich noch keinen Skin. Ah, Ja, ja. dann komm, dann holst du den. Ja, Spielst du den Champion? Angebotsskins. Nein. Spielst du den jemals? Nein. Hast du einen Skin? Ja. Ja. Das ist genauso wie die Aussage vom Kollegen damals. Der hat irgendeinen Champion, auf dem wir ihn noch nie gesehen haben, hat er gespielt. Und wir haben dann gefragt, sag mal, kannst du den eigentlich spielen? Den haben wir noch nie bei dir gesehen. Ne? Ich habe einen Skin dafür. Damals waren Skins noch ein bisschen seltener. Damals hatte ich noch Ja. nicht für jeden Champion einen Skin und sowas. Ja, Also. ich habe einen Skin dafür. Ist genauso wie bei mir und der dem Frumi, die Fäule. Kannst du nicht spielen? Ich habe einen Skin dafür. Spielen kannst du trotzdem nicht. Genau. Aber ich habe einen geilen Skin. Ja, und bei mir ging das dann irgendwann so weit, dass ich für
Einen Champion, den ich sehr viel gespielt habe, da wollte ich alle Skins haben. Kenn Noch ich. einen, wo ich sehr viel gespielt habe. Und einen, den habe ich quasi nie gespielt, da wollte ich trotzdem alle Skins haben. So. Und dann hatte ich eine Zeit lang alle Skins, dann bringt die einen neuen Skin raus, du Ja, Schweine. Ah. das ist immer das Ärgerlichste, weißt du? Noch ein Skin, dann hab ich's. Ja, geschafft. Update. Wir haben neue 100 Skins rausgebracht. Ja. Oh nee. Fickt euch. Ja, die bringen halt einen. Das machen die bei Valorant ja auch so gut. Ich habe Valorant habe Skins ich für tatsächlich Waffen, die nur ich einmal ge nicht spiele. Valorant habe ich tatsächlich nur zwei, dreimal richtig gezockt, das war's. Weil mir dieses geht so short, long, was willst du? Wurde die haben Calls Also, ja, gebracht, wo du. du denkst, okay, wieso sagst du nicht einfach, ich soll zu A gehen? Das sagt ja Ja, hat er doch. irgendwas. Nein, er hat irgendwas anderes gesagt, wo ich mir dachte, okay, was wolltest du? Ja, du solltest zu A gehen. Ja, wieso sagst du das nicht? Hab ich doch. Da heißt A. Ja, du hast halt keinen noch nie Taktik-Shooter gespielt. Sorry. Ah, was ist denn daran so schwer zu sagen? A, B, C. A, Mitte, B. Wir sind da ein bisschen präziser in den Aussagen. Weil A ist ja ein Riesengebiet. Und dann gibt es A Short, Long, Kabi und so weiter und so Ja, weiter. Kapi und so, muss ich das nur so, was wollt ihr? Das steht ja auf der Map. Mach einfach die Map auf, da steht's doch. Ich will ein paar Leute abknallen. Ja, dann spiel kein Taktik-Shooter. Oh, Punkt. Dann spiel Team Deathmatch. So, naja, solange es bei Skins bleibt, die man beliebig kaufen kann, wenn man es möchte, doch alles in Ordnung. Aber musst du die Skins kaufen, damit du überhaupt ein neues DLC laufen kann? Nein, danke. Habe ich aber noch Den nicht Satz verstehe gehört. ich nicht. Also, sobald du neue Skins kaufen musst, damit du das DLC spielen kannst, anscheinend. Das hab ich, wo gibt's Nee, das warte denn? mal. Ja, doch, das habe ich auch, den Satz habe ich auch so Aber musst verstanden, du die aber hä? Skins kaufen, damit du überhaupt ein neues DLC laufen oder kaufen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Laufen, Laufen also kann. musst du. Nein, danke. Okay. Ja, das heißt für mich, du musst Du musst Skins Skins kaufen, kaufen, damit um das das neue DLC DLC zu läuft. spielen. Okay, das habe ich noch nie gehört. Tatsächlich. Ich auch nicht. Das ist das eine Sag hat ja nicht, mit dem es ist anderen nichts zu Bullshit. tun. Sag nicht, es ist Bullshit. Vielleicht kennt er dies tatsächlich. Also Und es ist. Mir wenn es ist sowas nichts gibt, ist bekannt. es grandioser Bullshit, aber ich wüsste da, ich habe da auch noch nie von Also, gehört. ich habe noch nie davon gehört, Also ich dass. hätte davon doch gehört. Zum Laufen bekommst. Du musst die Hab ich. Skins kaufen, damit du die DLCs zum Laufen bekommst. Bei Hä? welchem Spiel bitte? Mir ist das noch nie Welches zu Ohren Spiel? gekommen. Nenn mir ein Beispiel. Ich habe noch nie so einen Schwachsinn gehört. Also nicht den Satz, den du geschrieben hast, sondern dass jemand sowas Schwachsinniges machen würde. Also das würde mich jetzt wirklich interessieren. Bei Sims 3. Bei Sims 3 musst du Skins kaufen, damit du das DLC spielen kannst. Hä? Warte mal, Sims 3, da hast du tierische bla bla bla, Nightlife. Das sind ja alles Maps beziehungsweise Accessoires. Andere Accessoires, die du, andere Sachen, die du kaufen kannst Ja, das ist ja oder das so. Hauptspiel ist ja Sims 3 und dann kannst du noch Maps kaufen, aber um jetzt sagen wir mal ein New York von Sims zu spielen, ist jetzt nur ein Beispiel. Musst du dir natürlich das DLC New York kaufen. Da brauchst du keine Skins für, sondern musst dir die Map New York kaufen. Jedenfalls ist es so mir nur bekannt. Ja, aber du musst ja nicht, um das Beispiel zu nehmen, du musst ja nicht den Skin City Life Walker
kaufen, um das das DLC New York zu spielen. Du musst dir das DLC kaufen, um das den Skins spielen zu können, eventuell. Das kann ich verstehen. Ja, weil bei dem Andersrum. DLC noch entsprechende Skins bei sind halt, Ja, ne? aber andersrum Aber andersrum ergibt das ja gar keinen Sinn. wäre für mich tatsächlich komplett neu. Also mir ist es nicht bekannt, sollte es tatsächlich so sein, dann EA fickt euch ins Knie. Ihr macht mal richtig Geld abzocke. Ah, das ist EA. Vielleicht meint er auch, weil er hat ja geschrieben, zum Laufen bekommen. Vielleicht war es irgendwie ein Bug oder so. Es gibt einen, der jetzt so, du musst das Skinpack kaufen, damit das jetzt hier überhaupt fehlerfrei liegt. Ja gut, dann ist es verbuggt. Das ist ja was anderes. Ja, dann war es irgendwie verbuggt, aber das haben sie dann entweder im Laufe der Zeit gefixt oder haben sie Okay, dann nicht. gesagt, scheiß drauf. Ah ja, es ist schwachsinnig, wenn du dir extra ein Skin kaufen, Pack kaufen musst, damit das DLC funktioniert. Das ist schon. Ja, das ist dann ein Coding-Problem an der Stelle gewesen. Ja. Was ich auch ganz witzig fand, kommen wir wieder zurück zu League of Legends. Es gab damals Skin-based Events. Okay. Das heißt zum Beispiel die Star Guardian Skin-Reihe hatte schon zwei Events mittlerweile, drei oder? Zwei oder drei Events, ich weiß es nicht. Da war's, das war quasi ein Promoting-Event für die Dings. Du hattest einen komplett eigenen Spielmodus in League of Legends selber. Also, was Ah, machst du da? ich esse Soße. Ich habe keinen Salat mehr, aber ich habe Hunger auf Soße. Okay. Und das war damals ganz cool, weil du bist dann konntest du den Skin auch direkt in-game sehen, weil du konntest dann halt nur die Star Guardian Champions auswählen und du hast dann automatisch in dem Star Guardian Skin gespielt. Jetzt geht's hier aber los. Das war damals ganz cool, aber du musstest das nicht kaufen, ne, um Ja. das zu spielen. Ihr wart dann einfach alle so angezogen. Das finde ich Das war auch super gut. witzig. Da gab's die Star Guardian Events waren super cool. Ich glaube, das hat es auch bei Overwatch 1 in, was war denn das? Der Aufstand oder sowas. Da hast du auch in den Skins gespielt, wie sie aussahen, als Overwatch gegründet wurde. Und die Ach so, konntest das war ja auch mal ein Event, ne? Ja, ja, stimmt, da du hatte ich ja auch eine Seite mitgefertigt. konntest du dir dann halt erspielen. Oder durch Lootboxen ziehen, irgendwie sowas war das, ne? Aber in dem Event hast du halt mit diesen Skins gespielt. Oh, da fällt mir gerade auch wieder was ein. Overwatch 1 hat ja noch einen ganz großen Fehler gemacht. Die haben ja nicht nur Lootboxen, die Skins gepackt, sondern auch noch, die hatten ja auch Time-Based Skins. Also Seasonal Skins, die du nur in der Zeit aus diesen Boxen, die dann gedroppt sind, kriegen konntest. So, Alter! Übertreib halt komplett. Ja, die konntest du dir dann aber im Jubiläums-Event konntest du dir alle Event-Items nochmal holen. Tatsächlich. Ja, super. Also im Gegensatz zu manch anderen DBD ging das nicht nur von Saison zu Saison. Du konntest nicht nur in der Saison jeweils den Skin holen, sondern zwei, dreimal im Jahr versuchen zu erspielen. Das war tatsächlich besser. Aber ja, für Sammler war es echt eine Qual oder die Hölle. Oder wenn du halt wirklich einen bestimmten Skin aus einer bestimmten Reihe haben wolltest, so, dann hast du halt immer die Arschkarte. Ja, aber bei Overwatch, das haben sie wiederum klug gemacht, weil zu den Events waren das immer die höchsten Spielerzahlen. Ja. Ja, was ein Zufall. Ja, natürlich Ist ist doch es. Ist doch immer, wenn irgendwas Bestimmtes, ein bestimmtes Event läuft oder irgendwie gerade was Specialiges ist. Wir hatten ja das Mid-Season-Update von Modern Warfare 2 war
Shipment ist wieder da. Zack, Spielerzahlen gehen hoch. 24-7 Shipment. Es ist flachte dann danach auch wieder kurz ab. Die Leute hatten sich satt gespielt an Shipment. Und dann flachte das wieder langsam ab. Ja, aber so die ersten 2-3 Tage gingen die Spielerzahlen so nach oben. Ja, das ist aber bei jedem Event. Ja, jetzt zum Start von Season 2 auch. Season 2 startet. Es ist ein bisschen besser geworden. Ja, es gibt immer noch dieselben Probleme. Und es gibt neue Probleme, die durch zum Beispiel die steigenden Spielerzahlen zustande gekommen sind. Alter, ich sag ja, es gibt ja das Meme Never Play on Patch Day, aber das hätten wir wirklich nicht tun sollen. Also 50% der Server sind einfach abgestürzt. Das hast du teilweise überall, ey. Das war wirklich schlimm. Hogwarts Legacy, auch ein geiles Beispiel. Und jedenfalls bei uns in Deutschland hat das sage und schreibe über 2 Stunden gedauert, bis du es dir wieder runterladen konntest, ne? Weil es komplett down war. Du hast es ja vorinstalliert, ne? Und dann installiert es ja nochmal neu. Und das hat über 2 Stunden gedauert. Ja, gut, das ist bis ja gar das, nichts. Bis das endlich mal ja gar zum Laufen gebracht wurde. Wo war das noch? Irgendein Spiel war das noch. Diablo 3 zum Start. Ey, 3 Tage lang irgendwelche komischen Fehler und Login-Warteschleifen, weil alle wollten spielen, dann bist du wegen einem Fehler rausgeflogen oder du bist aus der Warteschlange geflogen, musst dich wieder neu anmelden. Einen Start habe ich noch nie gesehen. Lost Ark, da hast du Lost Ark nicht gespielt, oder? Lost Ark war ja ähnlich, aber du bist ja nicht war ähnlich? Du hast eine Warteschleife von 100.000. Ja. Und das ist ja gar nichts. Du hast 8 Stunden, 10 Stunden gewartet, dass du spielen konntest. Und in den ersten 2 Tagen, wenn du Pech hattest, bist du tatsächlich aus dieser Warteschleife rausgeflogen, wo du schon bei 2-3K warst und musstest nochmal neu rein. Habe ich auch schon einige Berichte gehört. Also Lost Ark war die reinste Katastrophe. Das war bei Diablo 3 war das Standard. Also du bist nach irgendwie 6 Stunden Warteschlange, wo 1,2 Millionen Leute vor dir waren, bist du dann irgendwann mal reingekommen und dann hat das Spiel gesagt, oh, guck mal, es startet, es läuft, du hast ein Bild, Fehler, raus, neu machen. Warst nur auf den großen Servern. Nur klar warst du nur auf den großen Servern, aber es gab nur offiziell 2-3 deutschsprachige Server. Ja, nee, also Lost Ark lässt sich mit Diablo 3 nicht. Ich merk's. Ja, das war mein persönlicher. Ich starte das Spiel morgens, bin zur Arbeit gegangen, habe alles gemacht und abends konnte ich 2-3 Stunden spielen. Super. War bei mir der Start von Lost Ark tatsächlich. Nee, der Diablo 3, also die erste Woche war wirklich Horror. Also die ersten 3 Tage konntest du gar nicht spielen. Und so in der ersten Woche, wenn du Glück hattest, konntest du ein paar Stunden spielen, bis der erste Fehler auftrat. Und du wieder starten musstest. Also das war wirklich anders wild. Final Fantasy hat den Verkauf für ein halbes Jahr eingestellt, weil die Wartezeit über 16 Stunden war. Ja, wie gesagt, bei Lost Ark hast du halt auch entsprechende Ausweichmöglichkeiten gehabt, dass du trotzdem spielen konntest. Bei Diablo hattest du das nicht. Ja. Entweder kommst du rein oder nicht. Hält dein Server oder nicht. Das ist... Ja, so. Letztes Thema. Und du hast, du hast bei Twitter immer gesehen, immer wenn bei Twitter plötzlich von jetzt auf gleich, tausende Nachrichten wieder an Blizzard ging, dann hast du gesehen, okay, der Login-Server ist wieder down. Die Leute waren sauer, ey. Was auch verständlich ist. Kann ich nachvollziehen. Ich hab's ja nach 2 Tagen aufgegeben und dann einfach nur so im Hintergrund laufen lassen. Also... Nee,
Das war schlimm. Mein letztes Thema. Letztes Thema. Muss man das Rad ja aufmachen, ne? Ja. Es So. wird immer weniger. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch 60 Themen so. Das sind 57. Wow. Oh, Akzeptanz von Menschen mit Handicap. Wow. So, das machen wir auch wieder weg. Schwieriges Thema. Sehr schwieriges Thema. Wobei es Ich eigentlich habe. einfach sein sollte. Es sollte einfach sein, ja. Ist es dann aber doch nicht, ne? Ich habe bei Warcraft 3 auf dem Turnier gegen den Einarmigen verloren. Das war Anderswelt. Der war auch so fucking schnell, das ist unglaublich. Der hat An halt, solche Leute. der, Ich ziehe ja, da dem wirklich vor fehlte solchen Leuten. den. Ziehe ich meinen Hut. Das ist, der hat auch Shooter gespielt oder so weiter. Dem fehlt ja der linke Arm. Hä? Der hat so rechte Hand, hatte den Maus gehabt. Der hatte, also nicht der komplette Arm, irgendwie so bis zum Unterarm fehlt ihm das. Der hatte so einen Aufsatz für seine Tastatur, dass er dann halt mit der Armbewegung links, rechts, vorne, hinten und er hatte dafür zwei Aufsätze, einmal für Warcraft und einmal für irgendwelche Shooter. Weil er muss damit ja laufen und so. Das Respekt. war sehr interessant. Du musst aber auch ein entsprechendes Feingefühl entwickeln, um dann da vernünftig performen zu können, ne? Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Das war mit die schönste und traurigste, die ich erlebt habe bis jetzt. Wir sind gerade bei Ich weiß auch gar nicht, wie das Thema aufgekommen ist. Irgendjemand hatte das in den Chat ja. geschrieben. Ja, wie nennen wir das? Also, das ist von euch. Wie nannte sich das nochmal? Das Thema? Akzeptanz von Menschen mit Behinderung irgendwie. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist wirklich so passiert vor 2 Wochen oder 3 Wochen, lass es 2, 3 Wochen her sein, auf meiner Arbeit. Ein Mann kommt zu uns rein, offensichtlich blind oder sehr schlecht sehend. Auf jeden Fall, ich würde eher sagen, blind, weil die Augen waren schon so typisch blinden Augen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so trüb. Aber mit einem Lächeln auf den Lippen, so freundlich. Da geht mir das Herz auf, ne? Schön, gleich nicht trüb eher. So bläulich-gräulich. Auf jeden Fall, also bei uns dann, Kaffee bestellt. Wir sind alle Mitarbeiter mit Schwierigkeiten, sagen wir es mal so. Depression oder hast du nicht gesehen, ne? Auf jeden Fall haben wir ihn sehr freundlich bedient. Auch meine Kollegen haben ihn gesagt, okay, kommen Sie, wir helfen Ihnen, bringen Sie zum Tisch, Kaffee zum Hier trinken hat er bestellt und was zu essen, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir ihn das dann da geguckt, hab dann mich umgeguckt, so, hab zwei freie Plätze gesehen, auf dem Sofa ein, ja, als milchig, genau milchig, danke, das Wort habe ich gesucht. Nee, keine Werkstatt. Brotgalerie nennt sich das Ganze. Brot, wir verkaufen Backwaren vom Vortag zum halben Preis. Aber naja, auf jeden Fall dann geguckt, ne? Ich sehe eine Dame, die jetzt auf dem Sofa saß, sitzt jetzt woanders. Da steht aber noch ein Teller und eine Tüte drüber. Da frage ich, ist der Platz denn da noch frei? Sagt sie zu mir, sehen Sie doch. Sagt sie, okay, gut. Wenn ich das sehen würde, würde ich nicht fragen, du dusselige Kuh. Ja, ne? Ah. Das, genau das dachte ich mir. Eine Kundin, oh, kommen Sie, nehmen Sie meinen Platz, ist aufgestanden, da hat sich auf einen anderen Platz gesetzt, damit er an den Tisch sitzen konnte. Ist auch eine Stammkundin von uns gewesen, die andere auch. Die hat mittlerweile Hausverbot. Rassistische Äußerungen und so ein Mist. Ah, naja, auf jeden Fall
Haben wir sie dann da, haben wir ihn dann da hingesetzt, haben ihn alles, den Kaffee, ja, wollte er zum Glück schwarz. Haben ihn das hingestellt, hat sich bedankt, hat es vorher, bevor er sich hingesetzt hat, seinen Stock, einen Blindenstock und einen Gehstock hatte er dabei, hingelegt. Was sagt diese dusselige Kuh? Ihre Stöcke räumt es doch aber schon noch aus dem Weg, oder? Ich musste rausgehen, eine rauchen. Ich musste mich beruhigen. Wäre das mein Laden gewesen, ich hätte die hochkant rausgeschmissen. Ich hätte die sowas von hochkant rausgeschmissen. Ich war echt auf 180. Aber innerlich natürlich, ne? Äußerlich natürlich. Eine Woche später hat sie Hausverbot gekriegt, weil sie unsere Chefin als dick oder fett bezeichnet hat. Und so weiter. Und rassistische Äußerungen gemacht hat. Also richtiger Profi. Ich war echt so sauer auf die Frau. Wäre ich Chef gewesen oder hätte in dem Moment die Befugnis gehabt, hätte gesagt, so gnädige Dame, ich dulde hier keine Äußerungen solcher Art. Bitte verlassen Sie unser Lokal. Und da waren noch mehr Also Gäste. Platz dabei, ich sowas glaube, sie platzt mit die sollten das, Schnutlor. die Hutschnur, ich glaube, wir haben das Thema falsch aufgeschrieben. Davor fehlt noch ein fehlende Akzeptanz. Aber wie oft merke ich das auch, dass ja, die Leute einfach assi sind. Wenn vorne sich, wenn an einer Treppe sich ein Rollstuhlfahrer hochquält, Ich würde erst mal fragen, kann ich Ihnen helfen? was er aus eigenem, was er aus eigenem Antrieb hinkriegt und auch aus eigenem Ja. schaffen will, ne? So, er quält sich da hoch und die Leute beschweren sich, dass sie jetzt mal für eine halbe Minute warten Oh müssen. ja. Krieg Boah. ich so viel bei solchen Leuten. Nicht nur du. Ihr müsst bei Rollstuhlfahrern generell aufpassen. Nie. Wirklich nie an den Rollstuhl gehen und von euch aus helfen. Die meisten mögen das tatsächlich nicht. Fragt vorher. Immer fragen. Immer fragen, nicht einfach, komm, ich helfe ihn da hoch. Es gibt viele, die wollen das aus eigener Kraft schaffen. Ich will nichts sagen, aber ich kenne eine Person im Rollstuhl, die auch entweder im Psych-Bereich oder Sci-Fi-Bereich. Physik. Ah, ja. Mir liegt der Name auf der Zunge. Hawkins, ne? Oh, Hawking. Hawking, Hawking. Hawking. Der Steven. Genau, Stephen Hawking. Ja. Ja, genau, oder hier, was Lion auch gerade sagt, auf die Einstiegsrampe beim Bus warten. Dann, nur, dann fährt der Bus halt ein paar Sekunden später los. Dann ist das halt so, mein Dann ist das Güte, ey. so. Was die Leute Oder immer für einen Stress machen müssen. Leute, die im Bus sitzen, zwei Sitzplätze am besten einnehmen und da steht jemand mit Krücke oder eine ältere Dame oder sonst wer oder ich mit meinem kaputten Knie. Ich darf, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, tut mein Knie übermäßig weh, ne? Und ich kann kaum noch richtig gehen. Das sieht man mir natürlich nicht an, ne? Dass ich innerlich ein Krüppel bin, in Anführungszeichen. Darf man Krüppel noch sagen? Ach, scheiß drauf. Ist doch so. Das sieht man mir halt nicht an. Oder Du vielen kannst dich selber doch Menschen. bezeichnen, wie du willst. Aber als, ja, aber, was soll ich, Menschen sieht man das halt nicht an, aber man sollte mal, man sieht, dass der, was weiß ich, mit dem Fußfersen nach oben steht und sich kaum auf diesen Fuß abstützt, ne? Da frage ich mich als Mensch, wie blind muss man sein, damit man das nicht sieht? Was? Kommt, was, kommt der rongierte Matt? Vorm? Warte mal, vorm, okay. Der Also, rongierte Mensch. meint er vielleicht Form des organisierter Mensch? Nee, Form war, Form Form haben wie wir. rangierter. Das Form habe ich schon Rangierter? rausgelesen. Der Rangierer sagt mir gar nichts. Was meint er da? Ja.
Derangiert. Ja. Jetzt, wo du es Ich komme nicht drauf. derangiert. Was soll das denn heißen? Derangiert ist, dass du denen das wirklich ansiehst, dass die nicht in der Form sind. Das Bein hängt so ein bisschen oder sonst was, weißt du, Form derangiert. Oh, wie beschreibt man das? Man sieht es Verbeult. halt direkt an. Ja. Verbeult, genau, danke. Derangiert, das Wort habe ich noch nie gehört. Aber ausrangiert kennst du. Das Wort ausrangiert. Ja, rangieren und so kenne ich auch, klar, Ja, siehst du, und daher kommt auch aber derangiert. derangiert. Hä? Nein, wir verstehen uns. Das eine hat und die andere. Egal. Aber ja, es sind wirklich Ja, viele das ist Menschen überrascht. vom Wortstamm her gleich, aber Bedeutung hat nichts damit zu tun. Ja, Bella hat tatsächlich recht. Es ist überraschend, wie viel ältere Menschen oder eingeschränkte Menschen überrascht sind, wenn man ihnen Platz anbietet. Ja. Das ist Vor allem, die Leute. Ja, aber selbst wenn es von Arrangieren kommt, also das ist ja, wie gesagt, gleicher Wortstamm, aber Bedeutung geht ja völlig weg. Also auch wenn es die gegenteilige Bedeutung wäre, ist es das ja nicht. ja. Was wollten wir jetzt sagen? Wollten beide was sagen? Ja, mit den, dass sie, dass ältere Leute oder eingeschränkte Leute überrascht sind, wenn man denen Platz anbietet, weil die Leute halt teilweise einfach auch, die Leute sehen es auch einfach nicht. Die gucken die ganze Zeit irgendwie aufs Handy oder whatever. Oder, Ich gucke auch aufs Handy, wenn ich im Bus bin, aber oder ich gucke auch, wenn es wenn nicht. jemand reinkommt, wenn der Tür an der Bushaltestelle, gucke ich persönlich, kommt da jemand, dem ich meinen Sitzplatz anbieten kann. Nicht muss, kann. Müssen tun wir gar nichts. Ich finde, die Leute, die das wirklich nicht mitkriegen, den kann man nichts ankreiden. Aber wenn die Leute das sehen, Ja. kurz, aha, okay, der humpelt ja oder der steht auf Krücken oder whatever. Und dann so, naja, egal, ist nicht Ja. mein Bier. Oder auch Kinderwagen, weißt du, da quetschen sich Leute mit dem Kinderwagen rein und die sitzen da dreist auf dieser Fläche. Ist ja noch genug neuer Platz neben mir, ne? Meine Mutter mit Kinderwagen da gerade noch so rein. Boah. Schrecklich, solche Leute. Solche Leute finde ich schrecklich. Ja, kann auch ein bisschen aufrücken, ein bisschen Platz machen, also das geht doch alles, ey. Ja, auch die Leute, die vorne im Bus stehen, weißt du, hinten alles frei. Da können noch 20 Leute durchgehen, damit auch die nächsten Leute rein können. Nein, wir müssen an der Busfahrertür stehen. Wir müssen an dem Ausgang stehen, damit wir ja an Station, Ende der Endstation der Erste sind, der rauskommt. Ja. Was ich auch immer schön finde, ist, wir sind ja gerade bei Akzeptanz, ne? Aber diese Leute sollten uns auch akzeptieren. Die kommen dann mit Krücke an die Türen oder mit einem Rollstuhlfahrer und erwarten, gleich rein zu dürfen, obwohl die Leute noch aussteigen. Das ist auch Das ein bisschen assi. hast du auch, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Es kann auch andersrum sein, naja. Ja, öfters zwar von normalen Menschen, die einfach rein wollen, wenn die Leute rausgehen, ne? Aber auch von Leuten im Rollstuhl oder Kinderwagen oder Krücken oder sonst was. Die dann, ich muss rein, ich Die muss rein, Leute, ich will einen Sitzplatz. Ja. die erwarten, dass sie vorgelassen werden oder so, die sind auch schlimm. Die mag ich überhaupt nicht. Die haben auch so ein komplett egozentrisches Weltbild. Immer nur ich. Manchmal hat aber auch So, Leute, die würden dir das wären die. dann auch die Leute, die Ja. niemanden sitzen lassen würden und niemanden vorlassen würden, wenn sie nicht das Problem, wenn die nicht eingeschränkt werden. Ja. Manchmal hast du aber Aber. auch Leute, die drücken die ihren Behindertenausweis ins Gesicht und wollen
mich vom Platz jagen. Dann zeige ich ihm meinen und schon ist das Thema erledigt. Ja, es ist so. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille, leider. Immer. Hast du immer. Egal in welchem Bereich. Einmal die gute und einmal die negative. Es ist immer so. Ja. Ja, würde ich auch rausbrüllen wieder. Da gebe ich dir recht, Lein. Die würde ich auch gerne. Ja, manchmal, ja. Auch wenn sie Leute mitten im Weg stehen. Sei es jetzt mit Beschränkung oder ohne. Du gehst gerade so schön durch die Stadt, schlenderst rum, ne? Mitten in der Straße, ne? Links und rechts jede Menge Platz. Und die Leute bleiben direkt vor deiner Fresse stehen. Und du gehst la. Und wenn du noch reinrennst, haben sie keine Augen im Kopf. Bleibst du hier so random stehen, hä? Ich sag das auch immer. Und jetzt mitten im Weg stehen bleiben. Jawohl, das machen sie gut. Also auch richtig so wie gerade, ne? Nur ein bisschen lauter, damit es auch fast die ganze Straße hört. Was meinst du, wie schnell die zur Seite gehen? Ja, ist der Ruf erst ruiniert, Liebesrecht sich recht ungeniert. Ich habe gar keinen Der ist ja der Typ. Behindertenausweis. Also rein körperlich oder psychisch bin ich nicht so kaputt. Meine Frau hatte einen Behindertenausweis mit 60 oder 70%, ich weiß jetzt nicht mehr. Hat sie mittlerweile auch nicht mehr, weil wir halt körperlich noch rein theoretisch alles machen können. Psychisch Rein theoretisch. rein theoretisch. Ich darf zum Beispiel nicht mehr als 3 Stunden pro Tag arbeiten. Ich bin arbeitsunfähig geschrieben tatsächlich, aufgrund meiner Depression und Erkrankung, psychischen Erkrankung. Flachzange hatte den Weg zu. Ne, den Weg zum Ausgang versperrt. Ja. Weiß gar nicht, ob ich da war. Vielleicht war ich auch gerade nur im Chat oder so drinne. Ich weiß es auch nicht. Also, was immer so vergessen. Ja. Hast du halt leider überall. Akzeptanz gegenüber solchen Leuten generell. Ich wurde mal gefragt, ob ich in der Behindertenwerkstatt arbeiten möchte. Er hat mir das angeguckt, hab gesagt, nein, mache ich nicht. Weil ich mich persönlich schlecht gefühlt hätte, weil ich genau weiß, ich muss mit Menschen mit psychischer und vor allem körperlicher Einschränkung arbeiten. Ich habe nichts gegen solche Leute, um Gottes Willen, ne? Aber in meinem körperlichen Zustand und geistigen Zustand wäre ich 4, 5, 6 Mal so schnell gewesen und ich hätte mich richtig schlecht gefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin so viel Ja, ich weiß, schneller was du meinst, als die aber. Person, auch wenn die Person wahrscheinlich sagt, ist mir scheißegal, aber ich habe mich endlich so schlecht gefühlt dabei. Ich hätte es Ja, nicht mit also. denen arbeiten können, weil ich das Gefühl für mich hatte, die sehen mich als was Besseres oder als ich gehöre da nicht hin. Was totaler Schwachsinn ist. Aber so ist mein Gefühl. Ich weiß, dass es Schwachsinn ist. So Ja, es muss, ist. es ist ja klar, dass einer schneller ist als der andere. Ja, das Gefühl, jemanden, der es dringender braucht, diese Arbeitsstelle, weißt du, den Platz wegzunehmen dann. Weil die Oh, Plätze auch sehr begehrt gut. sind. Nein, kann ich nicht. Ich kann niemanden, der es dringender hat, der im Rollstuhl sitzt und sowas braucht, den Platz wegnehmen. Gut, das ist deine Einstellung dazu. Aber ich finde psychische Probleme nicht minder schwer. Nein, Also psychische das Probleme sind sind teilweise noch schlimmer
als die physischen. Nur weil du den Leuten das nicht ansiehst und die dann, wenn die da sind, gerade das ist das Leistung bringen, ist auch. Ja, aber gerade dass du das nicht den Leuten ansiehst, zu dem, das, wenn wir über das Thema reden, freue ich mich schon richtig drauf, ne? Depression und so weiter und so fort. Das sind meiner Meinung nach die gefährlicheren Menschen, denen du es nicht ansiehst, dass die körperlich oder geistig kaputt sind. Ja, mir sieht man das mittlerweile ganz gut an, glaube ich. Mir sieht man es, glaube ich, nicht an, dass ich psychisch bin. Es sei denn, ich mache, ja. Ich habe es von meinen vielen von meinen Mitmenschen gehört. Du bist pfiffig, mach was aus deinem Leben. Ja, ja Gott, ihr kennt mich nicht 24-7. Ihr kennt mich nicht 24-7. Wenn du so weit bist, dass du unten an der Tür stehst, zur Arbeit oder was auch immer willst, und eine Starre hast und dich nicht bewegen kannst, und das 15 Minuten lang. Ich stand ungelogen 15 Minuten vor meiner Haustür und kam nicht zum Bus. Ich konnte mich nicht bewegen, weil ich eine Schockstarre hatte. Eine Panikattacke, ja, die mich nicht bewegen lassen hat. Aber darüber reden wir dann wirklich ein anderes Mal. Wie gesagt, Toleranz. Ja, definitiv. Es muss mehr Toleranz geben. Es muss mehr öffentliche Gebäude geben, die fahrstuhlgerecht sind. Sind sie am Umbauen mittlerweile, immer mehr und mehr machen sie, aber es muss mehr werden. Es muss definitiv mehr werden, auch die Einkaufsläden und Einkaufshäuser und sowas müssen besser aufgerüstet werden. Da reicht nicht nur ein Fahrstuhl, der ist ruckzuck voll. Vor allem, es gibt immer mehr Leute, die irgendwie eine körperliche Beeinträchtigung haben. Jedenfalls, das ist mein Gefühl, dass es immer mehr werden. Und das ist echt zu wenig, also, was dann passiert. Die Anzahl steigt natürlich, weil es werden ja auch mehr Leute viel älter. Ja. Du, Splatter, ich bin zu 99% glücklich meines Lebens. Das sind andere Depressionen, das sind Angststörungen. So. Ja, genau. Mach dir doch mal schöne Gedanken oder so. Ey, die Leute kann ich treten, ey. Splatter meint das aber. Ich weiß, wie Splatter meint. Nein, Splatter meinte das so, was die Leute so immer so sagen, ne? Hast du mal probiert? Nein, habe ich noch nie probiert. Nein. Auch geil ist, ja, du musst einfach mehr Sport machen. brennst du? Wenn ich mich umbringen will, kann ich das auch anders machen. Aber es gibt so hohle Phrasen in diesem Bereich. Man kann es halt einfach irgendwann nicht mehr hören. Etetablettendeckel und so weiter. So, wenn du keine Freundin oder einen Freund findest, noch nicht, dann ist es halt so. In meiner Jugend war ich mehr Single als alles andere. Und jetzt habe ich eine Frau 15 Jahre an der Backe. Ja, selbst schuld. Ja. Nee, jeder kann das ja so gestalten, wie er das für sich haben will. Wenn die anderen Leute ihm auf den Sack gehen und man deswegen irgendwas macht, dann bringt es ja gar nichts. Weil da hast du nichts von, da haben die anderen nichts von. Die anderen gehen dir dann vielleicht nicht auf den Sack, aber drauf schießen. Und nächste Woche haben wir wieder einen Gast. Einige kennen ihn noch als Dark Relaxo. Er heißt jetzt Dark Nifrim. Warum er sich umbenannt hat, erklärt er dann nächste Woche selbst. Da haben wir das Thema, und jetzt kommt es auf Front. Weil du es nicht weißt, oder? Nee. Wir hatten uns ausgesucht, sind Feiertage Abzocke? Du erinnerst dich, nicht? Ich erinnere mich wunderbar dran. Ja. Genau, just in dem Moment, wo du es gesagt hast, dachte ich mir so,
Scheiße, nein, davor habe ich ehrlich gedacht, scheiße, was war denn das Thema, was war denn das Thema, was war denn das Thema? Weißt du, einmal mit Profis, also nie mit mir. Ja, ich denke, das Thema kann interessant werden. Das ist wahrscheinlich ein etwas kürzeres Thema. Ja, das wird so. Aber wir schauen mal, wie es läuft in unserem alten Relaxo. Ehemals Relaxo muss man sagen. Ja, mit unserem alten Nüpfern. Daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Ja, das müssen wir im Monat abklären. Er wird bei mir Relaxo bleiben. Unten wird zwar Dark Nifrim stehen, also ist bei der Aufgabe Dark Nifrim, ne? Layout. mit V, nicht mit F. Nein. Allein, das Thema kommt nächste Woche. Genau, all sowas, solche Tage kommt nächste Woche. Ja, mache ich. Genau. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und so weiter. Wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche wieder. Entsprechende Kritik, Feedback, whatever, unten in die Kommentare. Und haut rein. Ja, genau. Hey, die Abmod hat mal ohne Probleme geklappt. Yay! Wir werden besser. Ja. Mal gucken. Ja. So. Ich mach's jetzt ganz einfach. So. Verführen. So. Funktioniert. Ich schicke euch zu dem darüber. Ah, zeige ich gerade hin. Ich weiß gar nicht, was es da jetzt gibt. Was gibt's denn bei dir? Bei mir wird wieder rumgeballert. Ah, wieder rumgeballert. Wir sehen uns morgen, wahrscheinlich erst zum Shiny Hunt oder ich weiß nicht, ob wir morgen Shiny Hunt machen. Oder Forest 1, Forest 2. Auf jeden Fall wird Forest 1 oder 2 werden wir noch sehen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr so fleißig mit im Chat diskutiert habt. War wieder sehr schön. Viel Spaß bei Saffron. Macht's gut und ciao. Jemand spielt Don't Feed the Monkey. Okay. What? Ist ja auch richtig gut. And I came. So, dann wechseln wir mal kurz die Szene. Erstmal besten Dank für den Raid, Akani. Bitte, bitte. Herzlich willkommen an alle Leute. Ihr habt mich ja gerade schon gehört und das Shoutout geht auch direkt raus hier. Yeah. Kommen wir mal wieder kurz rein. Bin ich mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, worum es ging, weil ich da einen Stream stumm hatte, aber es sah sehr interessant aus. Ja, ich habe auch keine Ahnung, worum es ging. Es ging um dein Handy. Aber was mir gerade aufgefallen ist, kann das sein, dass du keine Rauschunterdrückung auf deinem Mikro hast im OBS? Doch, habe ich. Müsste ich drauf haben eigentlich. Wo kam das? Also, jedes Mal, wenn du geredet hast, hat es im Hintergrund gerauscht. Okay. Ich guck nochmal, aber eigentlich hatte ich sie drin. Eigentlich, du weißt ja, wie es ist, ne? Ja, ja. Rauschunterdrückung. Ist drinne. Zeig mal kurz.